Und damit herzlich willkommen zum heutigen Super Mario RPG Stream. By the way, moin Lua, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Und jetzt ist meine Switch-Bildschirm langsam dunkel geworden. Yay! Moin moin, was geht? Was geht? Herzlich willkommen im Stream. Und Nabo! Digga! Nabo, ruh dich lieber aus! Nabo, ruh dich lieber aus! Ja, ich hab nicht mal mit Steam angefangen, schon Gifts-Sub, was ist das? Und Abo, vielen Dank für dein Gifts-Sub an Sushis Gaming-Ecke und für dein Bit. Moin Leute, kranke Ente hier. Find ich nicht witzig, dass ich wieder im Winter erkrankt bin, aber was will man machen? Hab knappe 16 Stunden noch dazu geschlafen und mir geht es beschissener denn je. 16 Stunden, ach du naja, Scheiße. Hoffentlich wird es morgen besser und kann vielleicht Freitag arbeiten gehen. Denn arbeiten ist spaßiger, als verdammt nochmal krank zu sein. Ja, das auf alle Fälle. Also Nabo, nochmal viel Dank für dein Bit und dein Gifts an Sushis Gaming-Ecke. Und ja, dir auf alle Fälle gute Besserung, Nabo. Ruh dich einfach aus. Leg dir in dein Bett hin und ruh dich ein bisschen aus. Also, im letzten Stream haben wir Prinzessin Peach vor diesem Creep da gerettet. Und ich glaube, der Stream-Title hat sich schon erledigt, denn wir haben schon Peach im Team. Das ist mir nicht aufgefallen, aber okay, dann hat sich doch die Frage innerhalb der ersten 5 Minuten geklärt. Finde ich witzig. Auf alle Fälle, wie gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter. Aber wie gesagt, da wurde auf jeden Fall gute Besserung. 16 Stunden, ich meine, ja klar, wenn man krank ist, schläft man natürlich immer ein bisschen länger, das ist natürlich klar, ja. Aber... Du hast 16 Stunden, ist ein bisschen too much. G1 Pathos, wir wissen doch, Pathos, geh schlafen. Muss einige Vorbereitungen erledigen, dann kann ich mich wieder hinlegen und bis wer weiß wann schlafen. Ja, wie gesagt, ruh dich einfach mal aus, das ist das Beste. Nicht, dass du dich noch keine überforderst. Und ich bin im Pilzpalast? Hi, yes. K, wie ich da reingekommen bin. Oder kurz reinschreiben, das eine erledigen bis zum nächsten Stream, ne? Alles gut, Lua, hab dann auch much fun bei deinen Sachen. Und wir sehen uns dann, I guess, im nächsten Stream. Dann bye bye und hab noch einen schönen Tag, I guess. Wie wir alle Sachen erledigen müssen, finde ich witzig. Ja, das Ding ist halt, man muss immer irgendwelche Sachen erledigen. Das ist leider immer so. Okay. Also aus irgendeinem Grund bin ich dann doch im Pilz, also in den Pilzstadt gelandet. Also mehr oder weniger muss ich dann wahrscheinlich doch im Pilzstadt hingehen. Genau, weil da ist ja der Hostelschuss. Also muss ich wahrscheinlich schon in dem Stadt gehen. Ja gut, dann gehen wir mal, I guess. Wird schon seinen Grund haben. Ja, Dings, gerne, Lua. Du hast ja GE gewonnen. Der Dezember ist sowieso der stressigste Monat im Jahr. Besonders wenn man im Arbeitsleben steckt. Ja, das stimmt. Das gebe ich dir vollkommen recht, Nabo. Danke nochmal für dein Bit. Ja, das ist bei mir auch so. I mean, Stream-Offensive. Achso, da geht's so raus, LeMayo. Also, ja, du hast ja erstens die Stream-Offensive, ne? Bei mir schon, ne? Ich meine, an sich macht's ja Spaß, aber schon keine bisschen stressig, ne? Und sie hat dann auch eine richtig stressige Woche in der Arbeit, währenddessen du noch die Stream-Offensive machst. Also, ja, das kann schon ein bisschen stressig sein, ne? Not gonna lie. Aber wie gesagt, man haut es ja nicht umsonst durch, ne? Augen zu und durch. Wie wenn man das mal sagt, ne? Mario, willkommen zurück und ganz ohne Blessuren, wie es aussieht. Prinzessin, euer Hoheit! Endlich wieder daheim, zusammen mit Mario und wunderbaren neuen Freunden. Sie haben mir das Leben gerettet. Die Spitze, seid nicht wie auf zum Kronminister. Geh ruhig vor, wir kommen nach. Wir sollten den Kronminister nicht warten lassen. Alles klärchen, dann gehen wir wieder zurück. Ja, stimmt, wir haben ja schon Peach gerettet und wir haben automatisch im Team. Ich dachte, wir müssten sie irgendwie doch überzeugen, aber nö. Sie hat Bock, auf alle Fälle uns nachzujoinen. Finde ich super. Kronminister, die Prinzessin, sie ist wieder da. Welch ein Glück. All die Aufregung. Der reimste Albtraum. Meine armen Nerven. Verzeiht, dass ich euch solche Sorgen bereitet habe, aber mir geht es gut. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Ein klein wenig Unterstützung von Mario vielleicht. Da freut er sich. Wundervoll. Dann lass uns den aus dem Eingang treten, wo es hier doch so schrecklich zieht.
weißt hoffentlich, wie was dankbar wir alle sind, Mario. Aber eine Sache musst du mir noch verraten. Woher dein Zusammenschluss mit Bowser? Zusammen mit wem? Wovon redet ihr, Prinzessin? Sie ist intensiver und aktiver als sonst. Die ganzen Feiertage, ja, die ich beachten muss, generell die Events, die stattfinden, die Real-Life-Tage mit Eltern und Einkaufen, alle werden teurer und systematisch katastrophaler. Yes. Streaming-Offensive, mehr Spiele einplanen, mehr vorbereiten, muss noch Clash Royale und Pokémon. Ja, Clash Royale und Pokémon Go ist das Wichtigste. Vorbei und es startet wieder um 4 Uhr morgens derselbe Rhythmus. 24 Stunden sind einfach zu wenig meistens. Keiner same, aber fühle ich mit, aber danke für dein Bit. Ja, dann kommen halt so Tage wie gestern, wo ich gefühlt komplett Migräne hatte. Teilweise auch heute, aber es ging schon, ne? Das ging ja. Und ja, ich teilweise den gestrigen Tag einfach nur fürs Schlafen benutzt habe. Like wirklich, ich war zu Hause, ich war früher zu Hause als eigentlich geplant. Dann habe ich nicht gepennt. Dann habe ich mich einfach pennen gelegen wegen den Kopfschmerzen. Dann bin ich aufgewacht, hab was gegessen, bin wieder eingepennt. Fandest du was gestern nicht existent? Ja, weißt du warum? Weil ich um 18 Uhr eingepennt bin. Deswegen war ich nicht existent. Zusammen mit wem? Wovon redet ihr, Prinzessin? Oh, schönen guten Tag. Welche imposante Verkleidung ist sie da? Sieh da! Tu mir nichts! G1 Battles, geh essen. Ja, genau. Ich war schon essen, by the way, Navo. Danke für dein Bild. Ich war schon essen. Weil vorm Stream habe ich mir schnell was gegessen. Falls ihr fragt, was? Einfach nur 2 Pizza-Baguettes und 5 Minuten Nudeln, Tarinen da, wie man sie auch immer nennt. Ja, einfach nur schnell was essen, bevor der Stream beginnt, ne? Nicht, dass ich dann zu hungrig ins Stream reinstarte. Und Minister. Oh, Minister, liebe Toads, bitte beruhigt euch. Mario ist hier und schaut, dass euch nichts geschieht. Wenn ihr das sagt, Bowser, vielleicht solltest du jetzt erzählen, was dich an Marios Seite gebracht hat. Achso, das hat Bowser, Peach gesagt. Ich wette, jetzt kommt Bowser und sagt so, well, actually, die sind ja eigentlich an meiner Seite. Und einmal meintest du, du hättest Wichtigeres zu tun, was sollte das heißen? Bloß nicht die Wahrheit sagen, wenn die ans Licht kommt, bin ich geliefert. Herr Minister, darf ich die Ereignisse schildern? Die anderen können meine Erzählung ja gerne ergänzen und so. Erstmal hat es einen riesen Krach, alle durch das ganze Reich katapultiert. Prinzessin und Bowser und Mario flogen alle total in unterschiedlichen Richtungen. Und der Grund davor war ganz großes, dass genau Bowser's Fest noch runterflog. Erst krachte es durch die Sternenstraße. Na, wo? Danke für dein Witz. G1, Battles, geh schlafen. Battles, geh Jackson. Battles, geh saufen. Battles, geh Rasen mähen. Battles, geh Kinder verhauen. Warum soll ich Rasen mähen? Ich hab keinen Rasen. Battles, geh Well-Act-Schulin. Battles, geh Waklaren. Battles, geh reiten. Battles, geh fangen. Battles, geh Mädchen klären. Battles, geh kochen. Battles. Geh schlafen. Ja, das Wichtigste ist, Pardus, geh schlafen. Ja, aber danke für dein Bit. Und dann? Kabumm! Rammt es mitten ins Bowser's Festung rein. Und Mario, ich glaube, es tut ein bisschen weh, auf Bowser's Stachel zu stehen. Also, es schaut zumindest ein bisschen schmerzhaft aus. Oder keine Ahnung, warum er diese Mundbewegung hier macht. Und raten Sie mal, was es war. Ein riesengroßes Schwert, größer als ein Haus. Nun ist Bowser's Festung voller böser Monster, die einem Fiesling namens Schmiedrich dienen. Sollte nicht Giveaway die Einlösung nett. Erstens habe ich sie überhaupt schon ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe sie vergessen. Und zweitens, nein, das heute ist kein Giveaway. Schau mal ganz kurz. Ja, es ist an. Gut, dass du mich erinnerst. Ich hab's ausgeschaltet. Dann setzt es auf alle Fälle aus. Nee, aber heute ist kein Giveaway. Der nächste Giveaway ist erst am Sonntag. Dann ist klaro. Ja, ich hab's komplett vergessen auszuschalten. Aber danke, dass du mich erinnert hast. Und jetzt lassen sie nicht mehr rein. Ich urlaube jetzt. Genau. Genau, ich urlaube und überlege die mir dabei, wie ich diese Blechköpfe am grausamsten aus meiner Festung vertreibe. Und wie traf ich da urplötzlich Mario
und er bettelte mich förmlich an, Bowser Schergen beitreten zu dürfen. War ein trauriges Schauspiel, ganz ehrlich. Hatte gar keine andere Wahl, als sie zu meinem Handlager langer zu machen. Schon gut, Mario. Wir können uns denken, dass Bowser mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Du, Mello, sag, aus welchem Grund hast du dich Mario angeschlossen? Na, ich will herausfinden, wo ich herkomme, wer meine wahren Eltern sind und Mario hilft mir dabei. Genau deswegen sind wir jetzt gemeinsam auf die Reise und erleben tolle Abenteuer. Hey, bitte, du musst deine Eltern suchen, das klingt ja furchtbar, ganz schrecklich, grauenhaft. Ich hoffe, du findest deine Familie recht bald. Und du, Gino war dein Name, richtig? Gino! Wieso bist du mit Mario? Gio, meinst du? Du Ehrenloser, was meinst du damit? Aber Name, da gib mir dein Bild, was meinst du damit? Die Sternenstraße in meiner Heimat wurde zerstört und ich bin hier nah bei dieser Welt gekommen, um sie wiederherzustellen. Mario ist mir dabei behilflich, die für ihre Wiederherschaffung benötigten Sternstücke zu finden. Sternstücke? Ganz genau, die Sternstraße hat die Macht, allen auf dieser Welt ihre Wünsche zu erfüllen. Und solange wir nicht alle Sternstücke gefunden und die Sternstraße repariert haben, werden keine Wünsche mehr wahr. Weder meine Wünsche, noch die von ihnen, noch von irgendwen auf der Welt. Und die Story ist absolut nicht irgendwie gerippt oder so von Paper Mario, beziehungsweise Paper Mario hat die Story überhaupt nicht von Mario RPG gerippt, aber das ist ein anderes Thema. Was? Aber das klingt ja furchtbar, ganz schrecklich. Gio 1 übrigens, jetzt bekommt die DDL angeblich ihren Wunsch, aber erst 2005. Ja, das habe ich mitbekommen. Sie es erst zu spät bekommen, wollen sie bis dahin eine Streikoffensive machen? Finde ich nicht. Nabo, wie gesagt, in dem Punkt sage ich nur eins: Ich bin so froh, dass ich nicht mehr Bahn fahre, beziehungsweise nicht mehr pendeln muss, Alter. Ich bin so happy und nie, weil es kann mir so scheißegal sein. Aber danke für dein Bit. Vielleicht sogar grauenhaft. In der Tat, nehmen wir es nur einmal an. Bowser würde euch hier entführen. Und die Sternstraße wäre eure Rettung so gut wie undenkbar. Wartet mal, klingt doch erst rein die Sache. Ich sag, wir vergessen diese Sterndinger einfach. Wer macht mit? In dem Falle muss Bowser musst du deine ach so geliebte Festung ebenso vergessen. Für immer. Wie meinen? Nochmal langsam das Ganze. Wenn Mario die Sternstinger nicht findet, dann gehört Peach mir. So weit, so klasse. Aber ohne die Sterne kriegen die meine Schwierigkeiten nicht zurück. Kann Peach nicht mehr standesgemäß entführen. Und das ist schlecht. Ach, Bowser. I mean, er hat ja gefühlt tausende Festungen, wie man schon in Mario Kart und so gesehen hat. I mean, du könntest ja einfach eine weitere Festung bauen und dann dort Peach entführen, aber... Okay. Ich bin selber nicht abhängig zu dir, findest du dich witzig, ich muss auch denken und nicht nur an dich selbst. Bro, natürlich denke ich an andere so, aber natürlich ist es scheiße, so sage ich es halt nicht, ne, aber in dem Punkt bin ich einfach nur froh, dass ich nicht mehr pendeln muss, ne. Lassen wir es einfach, in einer Welt ohne Wünsche zu leben, ein furchtbarer... Ja, so. Lassen wir es allen einfach, in einer Welt ohne Wünsche zu leben, ein furchtbarer Gedanke. Und ein Paulaner Marsch, let's go. Wir müssen los und die Sternstücke finden, und zwar unverzüglich. Aber eure Hoheit, ihr wollt doch ihn anschließen. Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Es wäre blanker Wahnsinn, Hoheit. Ihr seid doch eine Prinzessin. Was soll denn die Leute denken? Das ist mir gleich, so hoffnungslos wie die Lage momentan ist. Ich bin müde. Ich will mir ein Weilchen in meinem Gemach ausruhen. Ich wünsche euch viel Glück auf der Reise. Mario, Mello, Gino und auch dir, Bowser. Okay. Nun denn. Dank Mario, weil die Prinzessin nun wieder in Sicherheit. Da sollte Tafel nur bekannt sein als... Oh, Moment, sein könnte es vielleicht sein, dass... Könnte hinter dem Angriff unser Königreich womöglich dieser Schmiedrecht stecken, die ihr erwähnt? Anscheinend ist es zu jubeln noch etwas zu früh. Mario, wir dürfen dich um weiteren Gefallen bitten. Bitte weise Schmiedrecht seine Schranken, nur so können wir wieder in Ruhe, Frieden leben. Selbst weilt endlich bei Hofe und
scheint. Dort will sie vorerst bleiben. Alles gut, alles gut. Peach hat tiefe Stimme, bra, was das? Ich dachte nur, weil das Bowser wieder sagt, deswegen, das hat keiner Sinn gemacht. Deswegen die tiefe Stimme, weil, wie gesagt, ich dachte am Anfang, das wäre Bowser. So, können wir mal gucken, ob sie überhaupt verschlossen ist. Wenn man sehen kann, wie sie pennt. Ah, nee, sie ruht sich einfach nur ein bisschen aus. Kann ich sie sprechen? Jo, halt es zurück. Ach, du hast unser allergrößtes Lob verdient. Kann ich nicht mit Peach reden? Doch. Alles Gute, Mario. Ach so, das war's. Schade. Ich geh mal in den Look. Bis gleich. Alles klar, Nabo. Man spann in den Look. Und by the way, ich habe auch einen Look-Command. Seit neuestem. Aber ich glaube, den müsst ihr ja nicht usen. Ne? Nur wenn ihr wollt. Aber man spann im Look. So, okay. Dann haben wir auf alle Fälle Peach gone. Jetzt ruht sie sich aus oder auch nicht. Aber jemand ruft nach Mario. Ja, es ist sogar Peach. Achso, springt erstmal aus dem Balkon. Geil. Beziehungsweise aus ihrem Fenster. Werde ich mir Sorgen machen, aber okay. Wie hat sie ihr Schirmchen dabei? Mario, bitte, lass mich dich begleiten, ja? Mario noch überlegen muss. Keine Sorge, meine Mutter hat mich dabei geholfen, mich unbemerkt davon zu schleichen. Und jetzt gehe ich wieder euch auf Sternsuche. Aber wo fangen wir denn am besten an? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, ihr vielleicht? Mario, was machen wir, wenn wir nicht mal weiter wissen? Was machen wir denn? Na, mein Großvater fragen. Opa weiß sich ganz sicher Rat. Oh, so ein Glück, dann nichts wie hier. Wer hätte es geahnt? Peach hat sie erneut angeschlossen. Let's go. Also haben wir die, aber so haben wir die Frage im Streamtitel nochmal geklärt. Yay. So, also wir müssen wieder zu dem Froschtown, nenne ich es mal. Also da, wo wir. Ja, das war der Diebespfad. Genau, der Quappenquell war das, genau. Denn da haben wir ja Mallows eigentliche Geschichte kennengelernt. Und ich glaube, der allwissende Opa wird uns auf alle Fälle weiterhelfen. Opi, sag, hast du vielleicht was zu den Scheren schicken, die wir finden wollen? Mallow, mein guter Junge, fürchte dich, bei mir findest du immer Rat. Es wurde ein gewaltig großer Stern gesichtet, und zwar drüben auf dem Sternhügel. Sehr interessant. Ja, der Sternhügel scheint ein durchaus wahrscheinlicher Ort für Sternschnuppenfreunde zu sein. Wundervoll, Freunde. Lass uns sogleich zum Sternhügel aufbrechen. Alles fein. Dann gehen wir mal zum Sternhügel. Langsam, langsam. Zack, 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 zack. Okay, mal gucken, wo sich das Gebiet befindet. Ob sie hier irgendwie einen komplett neuen Weg aufgemacht hat. Na, schaut nicht so aus. Ich glaube wahrscheinlich, wir müssen einfach... Ah, okay, ja gut. Einfach der Klassiker. Ganz nach rechts, da kommen wir zum Sternhügel. Und ich glaube, wir sind, ja... Wir müssen auf alle Fälle... Also ich glaube, wenn wir einen Sternhügel haben, sind wir auf alle Fälle halfway done. Okay. Also wir haben so eine mondähnliche, ich sag mal, Atmosphäre. Okay, man kann hier was prüfen. Okay. Vielleicht konnte man heilen oder so. I don't know. Weg nach Ehelingen. Sprich mit der Blume. Und die Sternpforte öffnet sich. Ah, okay. Aloy! Ach so, wow. Das ist, damit ich rauskomme. Ah, super. Ich dachte, oh, okay, da geht's vielleicht weiter. Aber nö. Ist einfach nur zum Rausgehen. Schade. Okay. Weg zum Sternenhügel. Genau, da wollen wir ja hin. Also quasi diese Sterne sind ja mehr oder weniger die Tore. Und die öffnet man dann mit den Blumen. Interessant. Dies ist der Sternenhügel. An diesem Ort gehen die Wünsche hereinander, die nach oben auf der Sternstraße zu Sternen wurden.
Doch seit die Sternstraße von Schmiedrich zerstört wurde, geht auch hier alles furchtbar aus den Fugen. Nun fallen nämlich auch Wünsche hier herab, die noch überhaupt nicht erfüllt worden sind. Sie sind verloren. Weise Quark erwähnte, dass man im Sternstück auf diese Hügel erfahren hatte. Hatten wir auch schon danach. Alles Klärchen. Sprich mal mit jeder Blume, dass wir auf alle Fälle mal wissen. Und ich glaube, hier kann man auch prüfen. Ich wünsche, ich hätte jetzt ein wenig Krähen gelegt zum Essen. Okay, also ich glaube, mit manchen können wir sprechen. Und da ist auf alle Fälle ein Gegner. Oh, wir haben sehr viele Gegner. Holy moly. Stimmt, wir mussten danach nochmal Peach in den Kampf schicken. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, okay, der erste Gegner ist dead. Sehr schön. Ah, ich benutze mal den Blitzgewitter, damit zumindest alle gehittet werden. Oh, okay, der ist bei zwei Gegnern wirkungslos. Interessant. Und Marius vergiftet. Yay, sehr schön. Ah, meine KP sind voll, bringt aber nicht gerade sehr viel. Oh, das macht 69 Damage. Nice. So, beide sind fast besiegt. Ich könnte nochmal den Blitzgewitter nehmen. Weil da sind auf alle Fälle beide dead. Genau. Nice, nice. Chance auf doppelte Münzen. Klar. Dann gucken wir mal, wo der Yoshi ist. Ah, der ist hier. Let's go. Das heißt, doppelte Münze und... Oh, es gibt sogar richtig viele Münzen. 124. Gut, dass wir das gemacht haben. Nice. Aber... Oh, ich sehe hier schon einen Dieb. Wir werden erstmal die Aufstellung ändern. Und zwar... Ich werde Mellow erstmal durch Peach ersetzen. Ja, der arme Mellow. Denn... Ich will gucken, was Peach so im Kampf drauf hat. Okay, wir fangen sogar mit Peach an. Okay. Was hat sie für Techniken? Sie hat Heilung und Gruppenknuddeln. Okay. Okay, also ist quasi auch so eine Heilere, so ein Heiler wie Mellow. Alles klar. Oh, in ihrer Attacke ist, dass sie den Gegner Bitch slappt. Interessant. Okay, das ist cool. So, der Action-Kommando mit dem Kettenhund muss ich auf alle Fälle lernen. Okay, ganz am Anfang muss ich da drücken und dann kann ich Bitch slappen. Schön, dass Twitch mir nicht benachrichtigt, dass du live bist. Schade, aber mein Dennis, was geht? Willkommen im Stream, wie geht's, wie steht's? So, dann haben wir hier einen Dieb. Erstmal die Bitch Slaps ausweichen. So, ich will mal gucken, was die Trio-Technik ist. Cosmo Panzerkracher, okay. Oha! Oha, was ist das für eine coole Attacke? Holy shit! Okay, das war cool. Quasi Bowser hat ja mehr oder weniger den Bowser-Panzer, also den Stern bekommt, dann Bowser-Panzer und dann alle besiegt. Okay, das ist cool. Und moin Sage und Panda, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's, wie steht's? V-Bucks Karte hat geklappt, danke für den Battle Pass. Alles klar, Sage. Ich sag mal so, jetzt die Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Und danke für die Teilnahme, I guess. Muss meine Watchstreak halten. Alles klar, much fun. Und vielen, vielen Dank. So, dann sprechen wir mal diesen Stern hier. Ich wünsche mir ein Kind, das das süßeste der Welt ist. Alles klärchen. So. Dann. Greifen wir den an, weil ich glaube, der hat nicht so viel KP. Ja gut, aber ich verkacke das Action-Kommando. Das ist natürlich nicht so nice. Auch mit Mario verkacke ich das Action-Kommando. Yay! Okay, nice. Es ging daneben. Sehr schön. Aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Körper ist kompletter Chef. Körper und Bleistift halten, aber sonst gut und selbst. Also... Ja gut, das ist ja natürlich schwer, wenn du dein Daily was zeichnen willst, ne? Na, aber ich glaube schon, dass du es noch schaffen wirst. Aber ja, an sich geht's mir jetzt ganz gut. Bisschen müde, aber sonst geht's mir ganz fein.
Anfangs war halt heute ein bisschen blöd, weil, ja, Migräne hat wieder gekickt. As always, leider bei mir, aber ja, heute war es wieder alles fein. Also, es war nicht so schlimm. Beziehungsweise, jetzt geht's wieder. Ich wünsche mir bald eine Familie zu gründen. Und mein Wummi, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's, wie steht's? Okay, ich kann hier ja außerhalb gehen, weil ich glaube, das Tor kann ich doch nicht öffnen. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft nicht mehr ständig weinen muss. Hey, das ist Privatsache. Hör auf, andere Leute Wünsche zu spicken. Außerdem ist die Stucksuche viel wichtiger. Alle zählen auf uns. Wir müssen ganz schnell los. Tut mir leid, es ist nur so, dass mir mein Wunsch etwas, naja, peinlich ist. Ja, ja, aber trotzdem lieben wir dich, Mello. Ja, mach heute Skizzerett, schaffe ich nicht. Ja, wie gesagt, ruh dich auch mal aus. Ist auch wichtig. Fertig mit der Welt, und zwei Fuß in Tower gecarried. Let's go. Nice, okay, jetzt habe ich mein Action-Kommando geschafft. Aber ja, man merkt, Peach ist die Schwächste im Kampf. Aber gut, man merkt auch, dass sie ein bisschen die Heilerin ist. So wie keiner Mellow. Und yay, mein Ding geht daneben. Und endlich mal Action-Kommando. Aber das macht nicht mal wirklich Damage. Ist jetzt Bowser paralysiert. Oh, geil, Bowser ist dead. Sehr schön. Ja gut, da Peach eh nicht wirklich viel machen kann. Muntermacher an Bowser. Damit er zumindest nicht dead ist. So, mit Mark kann ich Action Commando am besten. Und schon wieder dead. Aber immerhin lebt er jetzt noch mit 1 KP. Let's go. Du hast vergessen hier zu schreiben für 3D-Art. Ich glaube, du hast mir auch nichts geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. So, Gino hat ein Level bekommen und wir geben ihm KP, weil KP natürlich ein bisschen mehr gibt. Auch wenn... War nicht Gino derjenige, der immer gestorben ist? Ja, die Diebe hauen natürlich ab. Das ist, ja, typisch. Nein, Bitchlap habe ich leider verkackt. Oh, jetzt erstmal das ausgewichen. So, meine KP sind voll. Das kann aber Bowser ein bisschen mehr gebrauchen. So, macht nur 69 Damage. Ich hoffe einfach nicht, dass Bowser angegriffen wird. Ah, viel zu früh. Viel zu früh gedrückt. So. Ich würde auf einmal eine Heilung geben. Und zwar an Bowser. Okay, er hat nicht alle KP bekommen, aber zumindest... sehr viele. So, natürlich Mario wird wieder vergiftet. As always. Ich will ein neues Mario und Luigi RPG haben. Warte seit Jahren. Ja, Alpha Dreams ist aber Nintendo selbst könnte was machen. Ja, also das Ding ist halt, er muss ja nicht unbedingt Alpha Dream an sich das machen. Like, Nintendo könnte sich selbst so ein, ich sag mal, ein kleineres Entwicklerstudio holen oder whatever und die könnten das ja auch machen, you know. Es muss ja nicht unbedingt Nintendo ans, beziehungsweise es muss ja nicht unbedingt Alpha Dream sein. Like, das kann ein kleineres Entwicklerstudio von Nintendo auf alle Fälle machen, so, you know what I mean. Aber ja, Mario Luigi nach der Zeit wäre schon ganz, ganz nice. Was? Eine Niete? Schade. Gut, dann kriege ich halt die 2 Münzen nicht. Schade. Habe ich wohl ein bisschen zu sehr geschielt. So, jetzt muss ich aber irgendwie das Tor aufmachen. Okay, ich habe ja alle Blumen aktiviert. Ah, und jetzt geht das Tor auf. Sehr schön. Seid doch, dass sie intern was machen können. Ja, eben. Also es muss ja nicht unbedingt das sein. Ich meine, wie gesagt, so ein kleineres Entwicklerstudio, das könnt ihr ja auch machen. Ne? Und für die wäre es ja auch keine auch eine Ehre. Weil ich meine... Weißt du, wie viele Entwicklerstudios es gibt, die killen würden, die alles machen würden, um zumindest irgendein Mario-Spiel halt zu machen. Egal, ob es halt so ein, ich sag mal, so ein Spin-Off ist oder so ein Haupt-Mario, die würden ja alles keiner machen. Ich habe richtig Hunger. Ach, ich wünschte, ich hätte Futter. Ho, ho, ho. Ja, das könnte ich sein. Ich wünschte mir, dass ich richtig berühmt werde. Haha.
Okay. Was haben wir hier für ein Viech? Ja, leider kann ich nicht die Kaffee scannen, da ich Mellow nicht dabei habe. Aber egal. So, dann slappen wir mal den Mammutskelett weg. Okay, ich glaube, Feuerball wird eher wenig bringen. Aber versuchen wir mal mit einem Sprung. Na, okay, bringt auch nicht wirklich viel. Was hat Bowser für die Furchtlöser? Ich kriege einen gewaltigen Schrecken rein. Boah, ich hoffe, dass Bowser mal bessere Spezialattacken bekommt. Boah, das wird wahrscheinlich alle meine Kumpanen treffen, oder? Ja, wird es. Und oh, Peach ist fast dead. Das ist nicht so nice. Erstmal heilen. So, ich würde einfach mal einen ganz normalen Angriff machen. Ja, 162, alter Marius. Haben wir mal richtig viel Damage. So, und Peach, ey, müsste bald Level 10 erreichen. Das wäre auch sehr, sehr nice. Jetzt haben wir Luigi RPG bei Paper Jam Bros, was wir gleich zur Folge gegen der Dream Team Bros Week war. Ja gut, Paper Jam habe ich ja nicht gespielt. Dream Team habe ich ein bisschen gespielt. Ich fand's okay, aber mehr auch ehrlich gesagt nicht. Wir könnten ihn besiegeln. Nice, sehr schön. Ich glaube, die Banditen geben immer richtig viel Münzen, oder? Ja, geben sie auch. Nice, sehr schön. Und Peach bekommt ihr letztes Level Up. Level 10. So, KP werden am meisten erhöht. Das heißt, ich würde sogar auf KP gehen, weil Peach hat nicht so viel. Actually, es war ein Remake von Teil 3. Ja, meinte natürlich ein neues, ne? Ja, ich meine, selbst ein Remake für die Switch könnten sie ja machen, you know. Es wäre ja besser als nichts. Ich wünsche mir, dass ich der beste Zuckerbäcker der Welt werde. Ah, das Kärchen. So, der Slap hat richtig wehgetan. So, der müsste jetzt gleich besiegt sein. Nice, ist er auch. Und moin Roxy, was geht? Herzlich willkommen, Svee. Wie geht's, wie steht's? Sowieso war am Abenteuerbörse ein 3DS gebaut, wo original ein DS war. Ja, das war wirklich dumm. Like. Ich glaube, das muss man absolut nicht verstehen, warum sie das gemacht haben. So, ich bekämpfe aber erst auch, wenn wir einen starken Feind haben. Ich bekämpfe erstmal den hier. Weil genau, der Dieb haut ja immer gerne ab. Und da will ich zumindest die Extra-Münzen von ihm haben. So, Kettenhund getroffen. Das ist natürlich sehr schön. Okay, langsam habe ich das drauf mit dem Action-Kommando von Peach. Boah, sehr verspätet ausgewichen, aber hey, immerhin ausgewichen. Was macht denn der jetzt? Wow. Da hat er sich zu weit gebuddelt. Schade. Da hat er sich einfach zu weit gebuddelt. Nice. Warum nicht Switch? Ja, Switch hätte es auf jeden Fall mehr Sinn gemacht. Das stimmt. Vor allem, das war ja auch noch zu der Zeit, wo... Ja, der 3DS eh schon eigentlich tot war. Like, die Switch war schon ein Jahr draußen, also... Warum sie das nicht einfach auf die Switch gebracht haben? Ich glaube, das ist und bleibt ein Mysterium. Und ich habe Glück. Let's go. Ist auf dem DS eh besser. Jetzt Mikro wird die Krankenkämpfen genervt. Gab es nicht dieses eine Minispiel, was viele nicht so wirklich mochten beim Remake? Ja, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ich habe nur ein bisschen das Original gezockt und das Original fand ich an sich ganz okay. An sich mochte ich das schon, nur ich war halt immer mehr Fan von Partners in Time. Also Partners in Time mochte ich immer sehr. Ich kann eventuell schon mal verraten, irgendwann mal, in ferner Zukunft, ne? Wer kennt mich ja, mein Streamplan ist ja komplett voll. In ferner Zukunft habe ich mir mal vorgenommen, auch Mario Luigi Teil zu zocken. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar mit Superstar Saga anfange, wobei ich ehrlich gesagt mit Partners in Time mehr Bock hätte. Ich wünsche euch, dass Mello sichern und versetzt den Weg zurück zu uns findet. Hey, der Wunsch da, der stammt ja...
von meinen Mama und Papa. Sie wünschen sich, dass ich nach Hause komme. Hm. Halt, keine Zeit für Tränen. Mama und Papa warten auf eine Rückkehr. Los, Mario, lass uns nicht rumtrödeln. Sofort losflitzen. Vor allem Gigantenkämpfe, du musst mal Mikro nutzen und das hat nicht wirklich bei mir funktioniert. Ja, gut, die Mic-Dinger, ja, ist auch so eine Sache. Ich meine, mir hat es nicht so gestört, aber ich kann ja verstehen, wie viele Leute gesagt haben, dass es natürlich sehr abgefuckt hat. Oh, sehr schön. Oh, der haut auch ab. Ja, geil, also wir bekommen nichts. Wow, dieser Kampf war einfach nur pure Zeitverschwendung. I love it. Ich wünsche mir, dass ich der beste Schatzjäger der Welt werde. So, beide hauen ab, oder? Nee, der bleibt noch da. Let's go. Der will's wissen. So, nice. Sehr schön. Da, ja, 30 Münzen und Maximumpilz. Und Bowser auf Level 11. So, und am meisten würde sich sogar Magie lohnen, da er Magie beim meisten Punkte sogar actually bekommt. Also nehmen wir mal Magie. So. Ja, Dennis, wie gesagt, wenn er nicht eingehen will, dann lass es einfach. So, dann müssen wir nochmal so eine Sternblume finden, aber die Frage ist halt nur, wo es noch eine weitere gibt. Ich habe ja doch alle aktiviert. Oder nee, die habe ich übersehen. Die hier habe ich übersehen. Und haben wir hier noch was? Nö, hier haben wir gar nichts. Okay, jetzt müsste es auf jeden Fall ausreichen, um hier das Tor reinzugehen. Ja, genau. Und wir sind jetzt im nächsten Gebiet. Jetzt sehe ich, es ist schon eine coole Idee, dass man sich ein bisschen erkundet, diese Blumen auch überall sucht, aktiviert. Und ja, ich will auf alle Fälle die Sterne lesen, weil die Wünsche sind an sich schon ganz cool und niedlich. Okay. Dann mein Dito ist weg, schade. Okay, hier haben wir nichts. Ich muss mal manchmal springen, nicht, dass da irgendwo versteckte Blöcke oder so sind. Ich wünsche mir, dass mein Bruder... Ich wünsche mir, dass mein Bruder Mario stolz auf mich und meine Hilfe ist. Hm, von wem könnte der Wunsch stammen? Hm. Schwierig, schwierig. Und, wait a minute, was haben wir denn hier? Ich wünsche, ich könnte schneller rennen. Safe einer von den Yoshis? Was hast du für einen Wunsch? Ich wünsche, ich kann die perfekte Melodie komponieren. Das ist ja safe von diesen einen Toad da. Diesen Mozart-Toad oder keine Ahnung, wie der noch heißt. Hab ein fucking cry about it. Bei Stress bin ich immer gerne dabei. Guten Abend, der Fan. Moin, Timo, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir stets? Na, ja, da kommt Timo auf einmal hergerufen. So, aber die Sterne haben wir doch hier. Also, dann ist er ja ziemlich easy. Ja, safe hot. Den haben wir jetzt bekommen? Was? Okay, der war wirklich easy. Kein Boss, gar nichts. Einfach nur, ja, ein bisschen hochgehen hier, erkunden. Ja, das war's. Ja, so ein Stern. Geil. Also, wir haben den vierten Stern. Let's go. Hier sitzt er schon seit 20 Minuten im Look. Ach so, da manchmal im Look. So, und so haben wir den vierten Stern. Also jetzt müssen wir auf alle Fälle halfway done sein mit dem Game, was auch ziemlich, ziemlich nice ist. Ich bin hier, weil ich gehört habe, dass es Beef gibt. Na, ja, noch kein Rinderfleisch. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ganz wie ich vermute, das Sternstück war tatsächlich an diesem Ort vom Himmel gefallen. Wo wollen wir als nächstes suchen? Ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt. Da ist es einfach herrlich und sicher wird dort jemand ein neues Hinweis geben können. Du hast es weit gebracht, das Abenteuer ist nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke.
Alles klärchen. Dann weiter geht's. So, Bock im Chat hole, hat man mir. Ja, Popcorn kannst du immer holen. Vielleicht wird da noch was Spannendes auftauchen, ne? Ich glaube, der Tannenbaum der Ecke ist zu klein. Ich hoffe, dass es ja nur eine Skizze ist. Wenn es ja mit Bleistift ist, dann kannst du es ja ohne Probleme noch vergrößern, ne? So, und jetzt gehen wir ins Küstenstädt. Also, das war ein sehr, sehr schnelles Gebiet. Aber gut, ich glaube, jetzt werden langsam die Sterne hinterhergeschmissen, weil, ich glaube nicht, dass wir noch weitere Partner bekommen. Wann Ente 4 Chi 1? Roxy, danke für dein Bit. Eine gute Frage. Wann Ente 4? So, ich würde mich aber davor erstmal ausruhen. Denn ich sehe, dass ich ja nicht gerade perfekt geheilt bin. Das ist Gasthaus. Überdachtung kostet nichts. Oh, let's go. Dann auf alle Fälle, wenn es nichts kosten, dann mache ich gerne in mein Bett. Auch wenn ich nicht wirklich schlafen kann, wenn mich so der Creepy Toad anstarrt. Ich hoffe, der hat mich nicht gestalkt, während ich schlafe oder irgendwie Geld oder so abgezogen. Das kann ja alles passieren. Boah, das wär's, Alter. So, du pennst einfach und währenddessen zieht er einfach dein Geld ab. G1BTW, wusstet ihr schon, Feueremblem ist für Reisfüße bekannt, Pop Nemo. Roxy, das wollte ich nicht wissen, aber trotzdem danke für dein Bit, I guess. Ja, allgemein ist immer gleich groß, aber ich bezweifle, dass so 12 Anhänger etc. reinpassen. Ja, gut, ne? Ja, also, wenn ich immer damals ein bisschen gezeichnet habe, ich habe mir immer gesagt, lieber zu groß als zu klein zeichnen. Dann benutze halt zwei Blätter. Aber I know the pain, I know the pain. Sie dürfen hier nicht rein, dieses Heim ist geheim. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Hier ist gar nichts drin. Ganz viel gar nichts. Überhaupt nichts Suspicious oder so. Nein, nein. So, wir haben aber auf alle Fälle einen Itemladen. Da gehe ich auf alle Fälle mal rein. Tiefst am Meeresgrund liegt ein Schiffswrack. Es gehört den bösen Piraten. Ach, wie hieß er noch? Bösen Piraten Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Alles klar, ich will ein Item kaufen. Ein Stern ist im Meer gefallen. Womöglich hat er nur der böse Pirat. Ach, wie hieß er noch? Wow. Der böse Pirat Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Okay, dann an dich. Dann kaufe ich ja keine Items. Dann wird hoffentlich hier ein Item verkauft. Wenn sie ins Meer fallen, dann müssen sie in den Stuhl hineinspringen. G1 Karl Marx war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Historiker, Protagonist der Arbeiterbewegung sowie Kritiker des Kapitalismus und der Religion. Ja, falls ihr nicht in Geschichtsunterricht aufgepasst habt, das was Roxy sagt. Danke für deine Bitte, Roxy. Die Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Die Dorfbewohner schätzen ihn sehr. I mean, hier sind ja überall Pilze abgebildet. Schau mal was von Items. Was machst du hier oben? Sie sammeln da sicher Sterne, oder? Ihnen fehlen nur noch 3 Stück. Das erklärt mir trotzdem nicht die Frage, warum du hier oben chillst. Weil wie ist er überhaupt da hochgekommen? Ne? Weil ich meine, ich bin ja Mario, ich kann ja so springen, aber ich glaube gefühlt niemand kann so springen wie ich. Drehen sich und drehen sich und drehen sich und verkauft immer noch keine Items. Oh. Mann, ich habe so viel Geld und ich weiß nicht, was damit. Egal, dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen weiter um. Okay, hier geht's auf alle Fälle weiter, beziehungsweise ich glaube, hier geht's raus. Schauen wir auf alle Fälle noch, was in diesem Haus drin ist. Endlich, hast du auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaufchef sozusagen. Bin hier der Größte, kapiert? Ich verstehe mich immer auf Karriere. Die richtigen Leute kennen ihren Gefallen. Sowas kann ich, glaub's mir. Jedenfalls soll ich ein Sternchen vom Himmel gefallen. Und zwar drüben ins Meer. Die brauche ich. Haut ab und bring ihn mir, klar. Alles Klärchen. Sie haben mir einen Frosch.
Ich grüße dich, du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Wir traben bereits zur Quantenquelle. Ja. Dort hatte ich noch einen Schwall von Kiemen. Chi-1 Josef Vissarionowitsch Stalin war ein sowjetischer kommunistischer Politiker georgischer Herkunft und Diktator der Sowjetunion von 1927 bis 1953. Den Kampfnamen Stalin, der nach verschiedenen Deutungen für der Stählerne steht, nahm er 1912 an. Ja, und falls ihr wieder nicht in Geschichte aufgepasst habt, ja, das, was Roxy sagt. Danke wieder mit, Roxy, für deine random Geschichtseffekt. Alpha Kenny hat wieder zu Random Camp Nintendo Beef gemacht. Oh mein Gott, ich weiß, was ich mir heute abends angucken werde. Genug Geschichte für heute, ich habe heute Berufsschule. I mean, man kann das ja gebrauchen, ne? Kannst du mit deinem Wissen mal Lehrer flexen. Lass wie sie machen, mal gucken. Ob ich überhaupt dann noch wach genug bin, um wie sie dann zu sein. Vielleicht guck ich es mir einfach beim Schlafen gehen an. Es kommt noch mehr. Jetzt googelt Roxy irgendwelche geschichtliche relevanten Fakten und haut die bei mir in den Stream rein. Ja, weil ich mal weiß, Quark Schüler. Sondern bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Quack. Ja, die Sonne, das ist unheimlich still. Was hier wohl los ist? Quack. Ach, was geht es mich an? Weil so Frau Schrosch dabei ist, habe ich übrigens Zeit, es zu verkaufen. Ja. Will ich die Flucht auskämpfen? Mir ist Kampf erneut zu beginnen. Ja, das brauche ich ja weniger. Ja gut, die Items sind auch keiner Kacke. Ja und wie? Das ist nur ein Downgrade. Nee, lieber nicht. Aber hey, groß bist du geworden, ne? Wenn Kai will, nur Klicks und Aufmerksamkeit. Ja, also Retalk, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ne? Mit dem, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Beef bezeichnen kann, aber... Ja, keiner schon. Mit Random Cam und Domtendo, also das ist so lächerlich. Like, Domtendo zu beschuldigen, dass er das N-Wort gesagt hat. Like, I mean, ja, versteht mich nicht falsch. Man soll, da darf dieses Wort nicht droppen, ja. Aber es ist halt so... Dreh bei Ansagen auf 5 hoch. Nein, ich mach's nicht noch höher. Nee, das Problem ist halt... Like, das Ding ist halt... Der Kontext allein, like, im Game, ne? Spielst du ja einen schwarzen Protagonisten, ne? Das ist, was Ubi sagt. G1 Amogus. Genau, Wumi, danke für dein Witz. Ne, also du spielst ja halt einen dunkelhäutigen Protagonisten, ne? Und da wird halt im Spiel selber ja die N-Bombe und so gedroppt, ne? Das hat man ja im Trailer auch gesehen, ne? Alles schön und gut, ne? Und dann wurde ja die N-Bombe halt gedroppt im Trailer. Und dann hat der Dings gefragt, Domtendo, hat der wirklich ihn als N-Bombe genannt, ne? Was halt an sich absolut nicht schlimm ist, weil er hat eigentlich nur gefragt, jo, hat der ihn wirklich so genannt, so, you know? Und dann hat er das Wort nochmal erwähnt. Und daraus, ohne Witz, daraus dann noch ein Video zu machen, das ist so lächerlich, also... Real Talk, also das sagt einfach nur, wie aufmerksamkeitsgeil er für Klicks ist. Like, Real Talk, das ist mir schon keiner bisher voraufgefallen. Weil Real Talk, sein Destiny-Cast-Video war an sich von der Message her ganz gut, ne? Das war an sich doch ganz gut, ne? Eine billige importierte Arbeitskraft, wie eine Deutschlehrerin sagen würde. Ja, stimmt, es waren sogar noch 2 Videos, ne? Das macht es auch nicht besser. Und... Ja, aber das ist schon da ist mir keiner bisher aufgefallen, weil das Ding ist halt so, an sich war das Video auch ganz okay, ne, ganz gut, aber ich weiß doch, also wie er so immer auf Krampf irgendwie, also der will halt, der hat ja irgendwie keiner selber gesagt, der will irgendwie politisch sein, seinen Videos G1 und... Find ich witzig. Roxy, danke für dein Bit. Ja, also das fühle ich so absolut nicht, weil das Ding ist halt so, ich habe ja an sich nichts dagegen, wenn man mal politisch ist, aber Bro, ich finde... Meiner Meinung nach, persönlich, ne, das kann jeder sehen, wie er will, ne, aber meiner Meinung nach gehört Politik an sich nicht in Videospielen, meiner Meinung nach, weil vor allem Videospiele sind ja eher, du bist ja in der freien Welt und da willst du dich ja eher abschalten und so weiter, you know what I mean, und da willst du ja nicht in die Realität zurückgebracht werden, also, ist ja mehr oder weniger, meine Videospiele sind ja auch Flucht fürs reale Leben, sage ich mal. Und ja, also das muss nicht sein, also.
Und dann, ich weiß noch, da kann ich mich noch erinnern, ne? Der hat so richtig auf Krampf. Chio 1, wer sagt hier Bits erhöhen auf 5? Ne, bitte nicht. Sonst muss ich Battos Miete auf dem fünffachen Wert bezahlen und darauf keine Lust. Übrigens bin wieder aus dem Lock. Welcome back, Nabo. Vielen, vielen Dank für dein Bit und welcome back aus dem Lock. Und nein, Dennis, wie gesagt, ich mache nicht auf 5. Ich bleib bei mir schön auf 1. I mean, ist ein billiger Text-to-Speech für 1 Cent. Chio 1, die Bismarck war ein Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine. Cool, dass es nicht angezeigt wird. Der Pitz, die Bismarck-Klasse. Zum Zeitpunkt ihrer NDNS-Destellung im August 1940 unter dem Kommando von Kapitän Sir Sir Ernst Lindemann galt sie als das kampfstärkste Schlachtschiff der Welt. Genau, Roxy, vielen, vielen Dank für dein Witz. Gute alte Bismarck. So. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ist, was mir zu Random Kai aufgefallen ist. Und zwar, Bruder, währenddessen er, vor allem dann kam ja so diese Destiny-Cast-Sache, ne? Und zufälligerweise hat er auch so gesagt, wenn Destiny-Cast quasi gestürzt wurde, sag ich mal, ne? Hat er einfach Splatoon-Content gemacht, ne? So an sich ist es ja nicht schlecht, ne? Man kann ja motivieren, Splatoon-Content zu machen, ne? Nur, das Ding ist halt, man hat... Chio 1 des Destiny-Cast gegen Render, ja, genau. Flash gegen Matthew. Genau, genau, da, danke für deinen Witz. Nee, aber das meinte ich nicht. Sondern, Bro, du hast ihn einfach so hart gesehen, dass er gar keinen Bock auf Splat hat. Like, wirklich gar nicht. Aber auf Krampf noch spielen, weißt du warum? Weil Destiny-Cast nicht mehr existent ist. Und dann einfach... Ja, es betonen einfach in der Hoffnung, dass vielleicht die Destiny-Cast-Leute schön draufklicken und mal ein paar Klicks abstauen kann. So richtig schön auf Krampf, ne? Weil man so merkt, wie er null Bock drauf hat, ne? Aber Stills macht, weil es relevant ist und bla bla bla. Erst wenn ich die Post übernehme und Content mache. Das wollen actually sogar viele. I mean, ich sag's mal so, kleiner Spoiler vorweg, aber nächstes Jahr werde ich auf alle Fälle mit YouTube versuchen durchzustarten und da wird's auch ein bisschen Content geben. Chio 1, ich wünschte, ich müsste auf Krampf Content hochladen. Dann könnte ich mich leiden sehen. Ja, glaube ich ja. Danke für dein Bitten-Abo. Ja, weil das Ding ist ja, ich mache einfach darauf, worauf ich Bock habe. Denn so soll es an sich gehen, ne? Man soll das machen, worauf man Bock hat. Und nicht einfach auf Krampf irgendwelche Klicks oder so suchen, also... Nee, Retalk, das ist so lächerlich. Also wirklich, das ist so lächerlich. Das muss er dringend AB coachen. Ah ja. Ich soll übernehmen, da muss ich dringend besseres Internet holen. Yep. Ich bin zu schlecht damit. Ja, Smoothie kannst du auf alle Fälle sehr gut coachen. Schau mal, ein Kundschaft ist schon länger her, dass sich irgendwer in diesen Tiefen hier runterversiert hat. Ach, du willst aber kaufen. Ah ja. Du willst aber kaufen. Alles klar. So, Muntermacher holen wir sehr viele. Wie Stück davon? Ich kann nur ein. Okay, hol ich mir ein. Dann holen wir noch einen Reinigungssaft und Gruppenreinigung. Ja, komm, wir haben eh sehr... Ja, oder so viel will ich auch nicht holen. Ich werde aber fünfmal holen. So, Superhammer, den Wumphandschuh, doppelter Schlag, doppelter Ausgarantie, da brauchen wir nicht wirklich Handknarre, den Wurfhandschuh. Oh, Mario als Wurfgeschoss, was? Ja, dann powern wir mal ein bisschen Bowser auf. So, dann haben wir die Matrosenlatzhose, die geben wir auf alle Fälle Mario. Chio 1, ich würde gerne mit YouTube durchstarten, wenn ich mal mehr Zeit hätte. Ja, same hier. Bei mir scheitert es auch keine andere Zeit, aber danke für dein Bitten-Abo. Ich sag mal so, Motivation hätte ich. Ich hätte auch genügend Ideen, aber... Ja, die Zeit ist ein bisschen knapp, ne? Chio 1, ich würde auch mit starten, wenn ich Motivation hätte. Ja, danke für dein Bitten, Roxy. Ja, Motivation hätte ich. Wie gesagt, Motivation hätte ich ohne Ende sogar. Ich hätte auch Ideen ohne Ende. Was ist das? Wer kauft das? Verrate ich dir etwas... Das Schiffswrack hier ganz in der Nähe gesunken ist, wurde nämlich versenkt. Und zwar Riesenglärmer. Ein paar Leuchten haben sich aufgemacht, um es zu untersuchen. Sind aber noch nicht zurückgekehrt.
Okay, ich will aber verkaufen. Und zwar, ich glaube, da ich die Normalpilze jetzt nicht mehr brauche, verkaufe ich die einfach mal, damit ich zumindest mal ein bisschen Platz habe. Okay, das alles brauche ich. Quaponade kann ich ja mal behalten. Gruppenreinigung, auch wenn ich ja Gruppenreinigung habe. So, okay, ja. Verkaufen wir einfach mal die Pilze. So. Und machen auf alle Fälle weiter. G1, ich habe viele gute Ideen, was hochzuladen. Weil dann kann ich es perfekt mit Wix Content paaren. So Spiele, die ich nicht streamen wollen würde, könnte ich auf YouTube bringen. Ja, klar. Aber nein, ich habe keine Zeit für irgendwas. Ja, klar, ja, klar. Aber danke für dein Bits. Ja, das Ding ist halt, ich muss mir halt ein Schedule gewöhnen, so unter der Woche, dass ich da auf alle Fälle irgendwie versuche, das zu machen. Und okay, das sind Gegner. Ich dachte mir so, was sind das für flache Sterne? Aber okay, das sind einfach Gegner. So, dann machen wir jetzt die Trio-Technik, denn ich finde sie richtig cool, by the way. Ich glaube, das ist die beste Trio-Technik. Bam! Auch weil du da einfach alle Gegner... G1, ich wollte nach meinem Kroatien-Urlaub anfangen mit, aber die Zeit. Wo ist die Zeit, finde ich nicht witzig. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch tausendmal gesagt, dass ich dieses Jahr anfangen wollte, ne? Ja. Obwohl, to be honest, ich hab's keiner schon gemacht, ne? So ist es ja nicht. Aber ja, ich hab's leider nicht geschafft. Oh, mal was vergiftet, sehr schön. G1, während Destiny Cast im Knast sitzt, squidbacke ich Kinder mit meinem Card Girl SBLAST91 Girl. Boxy und Nabo, vielen Dank für deine ihre Bits. So, jetzt abgeschossen markieren. Ja, wir machen weiter. Und zwar erstmal Angriff. Und der ist auf alle Fälle fast besiegt. Und bekomme einen Extrazug, sehr schön. Den Extrazug nutze ich, um einen Muntermacher an Peach. Peach hat gefühlt gar keine Defensive und auch gefühlt gar keine KPs. Macht sich gerade besser. Okay, wirft so eine Mario-Puppe, alles klar. Okay, ist nicht abwehrbar. Aber Mario macht es am wenigsten aus. Aber leider ist Action-Kommando verkackt. Okay, fast besiegt. Und dead ist er, sehr schön. Okay, daneben. Nice. Oh, mal haben wir den schon genug Damage machen. Ja, 168. Nice, nice. Bin wieder Lucky Luke. Alles klar, aber manchmal von dem Luke. So, dann haben wir hier noch einen Stern. Der OW-Stern. Oh weh, oh weh. Ich bin gespannt, wie viel KP die haben, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als 100. Und Extrazug, sehr schön. Denn Mario's Hammer müsste eigentlich ausreichen, um die zu besiegen. Ich finde die Attacke von Bowser wirklich geil, dass er einfach Mario packt und ihn einfach auf den Gegner wirft. Das ist so geil. Holy shit. Okay, jetzt haben wir wieder einen Stern, der stark ist. Oh, heilt sich, oh, chillig. 78, ja, da haben wir immer noch genügend KP. Ja, jetzt wird er nochmal geheilt. Blitz und Blitz. Okay, jetzt haben wir noch die anderen gedamaged. Nice, hat er 150, aber still noch überlebt. Okay, 16, das habe ich ja noch gut ausgehalten. So, jetzt ist er dead, sehr schön. Oh, natürlich. Peach wird vergiftet. War ja klar. So, gibt's erstmal Gruppenknuddeln. Wenn alle geheilt sind und die Statuseffekte von Peach weg ist. So.
Nehmen wir mal den Stern, weil ich finde den Stern irgendwie am gefährlichsten. Zumindest macht mir einen sehr gefährlichen Eindruck. Und Extrazug, sehr schön. An die Qualle. Damit die auch dead ist. Bam. Let's go. So, es liegen sehr, sehr viele Sterne. Also, wir werden die auf alle Fälle kämpfen, weil dann können wir schön leveln. So, nice. Okay, konnte von allem nicht machen. So. Er ist ja auf alle Fälle besiegt. So, Bowser geht noch auf die Qualle. Dann ist die auch noch besiegt. Deine KP sind voll. Das ist sehr nice. So, die Qualle lebt noch. Aber wir können ja auch währenddessen die Anzeige mal ein bisschen leveln. Zumindest unsere Spezialpower-Anzeige da. Und Mario bekommt ein Level up. Nice, nice. So, und Mario lernt den Ultrasprung. Drüber landen Arme erneut auf zufällige Gegner zu springen. Oh, also ich kann da quasi auf mehrere Gegner auf einmal gehen. Das ist nice. Brrr, ich könnte auf HP gehen, aber ich glaube, ich gehe sogar auf Magiestärke, actually. Weil die könnte echt sehr, sehr nützlich sein. Oh, sehr schön. Dann soll ich da auch den Action-Kommando von Peach drauf. Extra Zug, sehr schön. Kann ich diesen Stern hier auch noch mal besiegen? Ja, der geht mir immer besonders auf den Sack. 156, holy moly. Ja, Bowser kriegt wieder volles KP. Oh, Peach Bitch Slap macht natürlich nicht so viel Damage, aber dafür Mario's Hammer. Let's go! Und wieder ein Level Up, und zwar Mellow! Auf Level 14. Mellow resistiert den Schneemeister. Begrabe die Gegner unter einem riesigen Schneemann. Oh, eine Eisattacke. Können wir auf alle Fälle gebrauchen. Actually, früher oder später. Und wir gehen auf KP. So, ich glaube, gegen die ganzen Sterne kämpfen wir mal. Wir sind auf jeden Fall eine super Gegner, um KPs zu holen. Wir haben einen Blooper. So, jetzt ist er dead. So, jetzt ist der Stern auch dead. Und nur der Blooper lebt. Aber die 69er Slap reicht aus. Nice. So. Wir haben ja noch safe Pilz, oder? Ja. Den Pilz geben wir Peach, weil es reicht hier komplett aus. So. Ja, die Technik nehme ich nicht für die drei Sterne und die zwei Sterne und Blooper. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen. Wäre ein bisschen zu verschwenderisch. Da heben wir den dann lieber auf. Ach, schade, es ging daneben. Nice, schön abgewehrt. So, aber das reicht aus. Sehr schön. Haben wir den nächsten Level Up? Ja! Bald haben wir den nächsten Level Up und zwar Peach. Kommt dann wieder ein Level Up. Okay. Wow, wir haben sogar einen Stern bekommen. Das heißt, hätte dann sogar schneller. Wäre dann schneller gegangen. Aber wohl. Oh mein Gott, zwei Level Ups. Sehr schön. Komm, noch ein Gegner. Ein Gegner. Komm. Schade. Da ist kein Gegner. Okay, erstmal. Gino, Level 13. So. Gehen wir auf KP. Und Peach. Level 11, oder? Ja, Level 11. Peach hat ja das Schlafzeit. Bringe ein oder mehr Gegner zum Schnarchen. Okay, also Peach ist ja wirklich so die defensive Kämpferin. Und ich gebe ihr auf alle Fälle KP, weil. Das ist ein bisschen schwach, Peach. Okay, dann gehen wir hier in den Sprudel runter. Ah, okay, dann sind wir unter Wasser. Cool, cool, cool. Oh, Blooper werden wahrscheinlich sehr nervige Gegner sein, okay. Leider nicht geschafft abzuwehren. Ja, immer noch nicht.
Sad? Na, ich habe Glück, das wird aber wenig bringen. So, ein Honigsirup. Chance auf doppelte Erfahrung. Klaro. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viele gibt. Oh, Niete, F. Da ich wahrscheinlich am Ende zu sehr geschielt. Ja, okay. Nächste Level-Up wird vom Bowser sein. Cool, wir sind jetzt unter Wasser. Das ist wirklich nice. Ich hoffe, dass Mario gut die Luft anhalten kann. Ah, okay. Hier kann ich dann quasi wieder auftauchen und dann wieder abtauchen. Sehr interessant. Tier 1 Infinity Granate 4. Genau, Roxy. Vielen Dank für dein Bit. Infinity Granate. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Okay, das sei wir nur als Gimmick gedacht. Komm, gegen die Blooper kämpfen wir noch. Und wir haben ein Cheep Cheep. Cheep Cheep ist sehr stark. Dann kämpfen wir auf alle Fälle gegen den. Aber ich Blooper sehr nervig finde an sich als Gegner. Also nicht nur ein 2D-Mario, sondern auch hier keiner. Der lebt immer noch, Alter. Der hält einiges aus. Schade, ging daneben. Komm, Mario Summer macht den Rest. Nein! Ja, yeah, jetzt müsste er bald besiegt sein. Nice, sehr schön. Jetzt ist er besiegt und machen den Rest beim Blooper. Sehr schön. Und Bowser braucht noch ein bisschen, bis er ein Level-Up bekommt. Okay, wir sind hier ins verschollene Schiff. Ich würde mir aber ein bisschen anschauen, aber gut, wir können nicht. Okay, wir kommen da nicht weiter, schade. Wir können nur in die Röhre reingehen. Versunkenes Wrack. Okay, steht hier irgendwas? Hier hängt eine Logbuchseite. Schnell lesen, ja, gerne. Das ist das Ende. Ein monströser Riesenkalmar hat unser Schiff im Klammergriff. Wir beginnen zu sinken. Okay, also quasi letzte Notizen. Ein Speicherblock. Können wir auf alle Fälle mal speichern. Wir werden aber natürlich noch weitermachen. Die Magic Stream nur eine Stunde. Na, dieses Kapitel könnten wir vielleicht sogar noch heute schaffen. Das wäre echt nice. Okay. Ich würde mal sagen, wir benutzen auf alle Fälle unsere Trio-Technik. Ja, und alle sind dead, bis auf der Skelett hier. Der ist aber fast besiegt. Immerhin. So, jetzt ist er besiegt. So, 20 Münzen und 20 Erfahrungen. Let's go. Ein Muntermacher. Und Bowser müsste dann sich im nächsten Kampf schön aufleveln. Hier hängt eine Lochbusseite. Schatzraumtür ist mit einem Kennwort, 6 Buchstaben gesichert. 6 Hinweise muss jener finden, der eintreten möchte. Okay. Wait a minute. Achso, ich dachte, 6 Buchstaben, dass es da vielleicht J ist, aber. Ja, werden wir schon wahrscheinlich finden. Okay, daneben, nice. Okay, der ist ein starker Feind. Ich könnte mal Schlafenszeit ausprobieren. Ja, genau. Okay, einfach nur im Kreis drehen, okay. Oh, nice, alle schlafen, sehr schön. Das heißt, wir können in Ruhe mal den angreifen. Ja, okay, die werden aber teilweise wach, wenn man die angreift. Oh, 20 Damage. Dann slappen wir den mal weg. Oh, die schlafen ja noch schön, das ist nice. Jetzt ist er aber wach. Klagelied, okay. Das heißt, Mario schläft jetzt ein. Yippie. Aber das ist kein Problem, wir können ja ein. War nochmal so ein Heiltrank, mehr oder weniger. Kristallwasser, Schlafbombe. Yoshi-Keks. Wir haben doch irgendwo.
Halt Statuseffekte. Ah, da, Reinigungssaft. So. Jetzt ist Mario wach. Und kann auf alle Fälle ihn angreifen. Sehr schön. Oh, und es reicht sogar, dass er dead ist. Abwehr erhöht, auch wenn es wahrscheinlich wenig braucht. Ja, gut, okay, wenn er... Wenn Bowser ihn schmeißt, dann braucht er schon eine bisschen krassere Abwehr. Das stimmt. So. Bowser hat jetzt Level abbekommen. Level 12, sehr schön. Und Bowser lernt sich den Gimpfdampf. Vergiftet deine Feinde. Sehr schön. Und wir erhöhen unseren Angriff. Komm her. Okay. Greifen wir ihn zuerst an. Ich glaube, der stirbt zuerst. Ja, nice. Nehmen wir erstmal den Strohkopf. Nice, der ist auch dead. Sehr schön. 23. Kritisch. Hab hier noch einen Pilz, oder? Ja, komm. Dann nehmen wir den Pilz, einfach, dass wir den mal schön verbraten. Bei Peach macht ja eh nicht so viel Damage. Von daher macht es mehr Sinn, Peach einfach wirklich zu heilen, wenn es nötig ist. Oh ja, dringend. Heilung an sich selbst. Peach ist einfach nur unser Defensive-Schutzschild einfach. Einfach, wenn sie kaum ein bisschen Damage bekommt, erstmal sofort heilen. So. Ui, Knochen trocken. Oh mein Gott, ich will gegen die kämpfen. Okay, die halten einiges aus. Oh ja, die halten einiges aus. Digga. Wie KP die haben. Wollen die sterben? Bro! So bin ich da 1000 KP. Hä, der will einfach nicht sterben. Sprung. Such mal einen Sprung. Okay, mit dem Sprung ist er auf einmal dead. Dann machen wir wieder mal einen Sprung. Ach so, ich muss einfach nur auf den drauf springen, dann ist er quasi dead. Alle anderen Attacken bringen quasi gar nichts am Knochentrocken. Okay, das ist sehr interessant. Ich dachte, wenn er jetzt nochmal kommen würde, wäre schon ein bisschen kritisch. So, jetzt haben wir alle ein bisschen Damage getaked. Nice. Ah, es ging jetzt noch daneben. So, dafür ist der dead. Ja, Schlafenszeit können wir machen. Ich würde aber actually sogar jetzt auf Gruppenknuddeln gehen. Damit wir zumindest mal alle KP haben. Erstmal gehe ich auf dich. Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen gefährlicher ist. Weil man ja ein bisschen mehr KP hat. Ja, obwohl, der vergiftet auch noch. Nice, schon abgewehrt. War fast besiegt, aber... Ah, noch einiges an KP. Jetzt hat er jetzt sehr schön. Nach der Hetze Bowser. Okay, gar nichts. Nice. Komm, Peach, besieg die. Nice. Wieder 20-20. Sehr schön. Dann können wir nochmal gegen Knochen trauten. Oh nee, Mario muss den Sprung usen. Jetzt ist er dead. Welcome Giftdampf. An sich kann ich ja nichts nutzen. Na, obwohl, ich könnte mal nutzen, um Dings Agile Commander mal ein bisschen zu lernen.
einen Sprung. Und das ist er. Na, aber es ist ein interessanter Gegner, dass du ihn quasi nur mit einer Attacke halt besiegen kannst. So. 6 Hinweise warten auf dich. Einer von einer anderen Person. Sehr ich völlig unmöglich zu entschlüsseln. Okay. Okay, der Knochen trocknet hält ein bisschen mehr aus. Weißt du was, wir machen das ganz... Ich glaube, der wird das... Nee, ich glaube, das wird ihn nicht jucken. Das wird ihn wahrscheinlich nicht jucken. Okay. Okay, man kann sogar auf Abwehr gehen. Interessant. Das machen wir jetzt sogar. Und Sprung! Beziehungsweise, ich hätte eigentlich Item usen können. Aber das kann er ja auch jetzt machen, actually. Oder nee, wir nehmen Blutenkapsel, weil so erhöhen wir unsere BP und erhöhen das auch noch um 1. Und gehen hier weiter. Hui, eine Blumenkapsel, nice. Und hier haben wir Ratosso. Ich glaube, den hatten wir lange nicht mehr gehabt. Aber wisst ihr was, wir benutzen einfach schnell die Trio-Technik. Bam! Alle sind dead. Wir kriegen schnell unser Geld. Unsere Erfahrung. Nice, nice. Sparen wir ein bisschen unsere Zeit. Ich glaube, wir müssen auch nicht so auf Krampf gegen alle kämpfen. Die Gegner spawnen ja auch ziemlich schnell, ne? Aber ich will schon versuchen, gegen so viele wie möglich zu kämpfen. Und gegen dich auf alle Fälle. Daneben, schade. Ja, machen wir einen Strohkopf. Ah, daneben, sehr schön. Ah, jetzt hat er noch Bowser gehittet. Ah, der ist sehr weak. Reicht auch ohne Action-Kommando aus, dass der dead ist. Na, Mario hat aber sein Action-Kommando verkackt. Jetzt hat sie noch den Knochen erwischt. Nice. Oh, okay, jetzt haben wir so viel Kristallwasser. So. Bam. Ja, super, ging daneben. Ich habe das Gefühl, Bowsers Attacke geht gar nicht daneben. So, jetzt hat Peach vergiftet. Bowser ist wirkungslos, sehr schön. Oh, der ist stark. Egal, willst du trotzdem mal einen Slap machen? Okay, nice, sehr schön. So. Peach macht wieder Gruppenknuddeln. So. Ja, Peach ist schon sehr praktisch. Also, die Attacke Gruppenknuddeln ist sehr, sehr nützlich. Oh, man verwandelt sich in einen Pilz. Immerhin kriege ich dann so wenigstens auch KP. Komm, fast besiegt. Das müsste langsam ausreichen. Komm, Bowser! Mario Puppe macht's. Nice, sehr schön. Immerhin kriegt Mario KP. Aber der Knochen, der macht sogar richtig viel Damage. Let's go. Und ein neues Level Up, und zwar Peach. Peach habe ich das Gefühl, kriegt sogar ziemlich schnell ein Level Up. So, ja, alles andere bringt wahrscheinlich nicht wirklich viel, obwohl Kraft schon. Ich würde sogar actually auf Kraft gehen, damit sie mal ein bisschen was auch taken, ein bisschen mehr taken kann im Kampf. Das wäre echt sehr, sehr nice. Okay, nur ein Gegner. Sehr schön, der müsste ja easy peasy sein. Ja, der war einfach.
Okay. So, wir versuchen mal den Knochen teurer. Ich glaube, den kann man nicht ausweichen. Egal, wir kämpfen mal gegen den. Abwehr. Sprung. Ein sehr starker Knochentraum bringt irgendwie nichts, weil ja, das ist einfach nur Abwehr. Weil es einfach nur, ja, mit einem Sprung ist er so oder so dead. Sag, was er in Lagerbox hinterlegt. Nice. Und Mario braucht nur einen Erfahrungspunkt, bis er dann Level Up bekommt. So, der Knochentrocken spawnt safe wieder. Ja. Okay, kämpfen wir nochmal gegen den. Das ist gar nicht mal so schlecht, um teilweise dieses Ding zu farmen. Und zwar die Leiste. Ja, der Knochentrocken ist echt ein guter Gegner, um einfach die Leiste ein bisschen zu farmen. Nice. So, neue Level Up. Und zwar Mario. Er will 15. Und ja, wir machen KP. Ich glaube, wir langsam werden richtig, richtig stark. Grüß dich, wiedersehen, mach Freunde. Oh, ich kann wieder was kaufen. Okay, das habe ich ja schon alles gekauft. Superhammer, Wumphandschuh, die Handknarre, Wurfhandschuh, das ist das, was ich ja schon habe. Na, ist nichts Besonderes, obwohl einen Reinigungssaft kaufe ich. Das war's. Das kennt man von diesen kleinen Dingern, die man mehr finden kann. Falls ich alle 6 Hinweise finde, kann ich vielleicht ein wenig raten. Viel Glück. Wow. Ja, die Frage ist nur, was diese Hinweise sind. Ich sehe nur Buchstaben J's. Ich glaube, die werden mir eher wenig. Wait a minute. Okay, wie bin ich hier durchgekommen? Okay, die Münze ist weg. Gehen wir mal hoch. Ah, never mind, da geht sie nicht mal hoch. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wo ich wahrscheinlich safe wieder keiner verstecken werde. Also wo ich wahrscheinlich keinen Plan habe, wo es weitergeht. Okay. Aber so hoch kann ich doch nicht springen. Ich kann nur hier. Okay, und der ist jetzt auch nicht mehr aktiv. Weird. Sehr weird. Jetzt ging mal die Attacke daneben. Und ich wollte sofort sagen, die Attacke geht nicht so schnell daneben. Ah, doch. Ah, Triotechnik. Mach mal ganz schnell. Und wieder Level Up. Diesmal Mellow. Ich glaube, ich wechsle mal, ich glaube, jeden Stream ein bisschen die Charakter. Oder zumindest mal ein bisschen die Aufstellung. Also ich glaube, nächsten Stream werde ich wahrscheinlich Gino wieder ranholen, dafür Bowser rauslassen. Weil ich bin ja auch sehr gespannt, was die ganzen Dinger dann sind, also die ganzen Spezialattacken. Ja, ein bisschen Mellow leider lassen, es tut mir irgendwie weh, weil ich mag irgendwie Mellow am meisten. Okay. Dann speichern wir mal. Okay. Wir haben hier 2 Schalter. Und hier haben wir sehr, sehr viele J-Blöcke. M? K? J? What?
Haben wir irgendwelche Buchstaben gesehen, oder? Ich sehe nur Jays. Aber das ist ja nicht der Plan. Bin ja nicht die Tür noch reingegangen, ne? Ich glaube, das schauen wir mal hier mal nach. Achso, das ist einfach nur Luck. Da muss Cooper einfach nur den Schalter aktivieren. Ah nee, wait. Nein, fast haben wir ihn. Okay, aber da verfolgt mich keiner. Ah, scheiße. Am Anfang haben wir es irgendwie geschafft, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Egal. Komm her, Cooper. Komm her, komm her. Hierher, hierher. Hier, mein Bester, komm. Nein! So, lock mal ihn erstmal hier. Ein Pilz und... Hinweis des Abenteuer Indigo. Das Kennwort erhält ein N. Okay. Jetzt hole ich wieder mein super schlaues Zettelchen und schreibe es mal. Also, das Kennwort erhält ein N. Okay, schreiben wir mal N. Okay. Warte. Ah, scheiße. Ja, das muss immer da landen, wo das Ding ist. Oh mein Gott. Das dreht sich auch noch schnell. Oh, bitte, bitte. Nein! Es hat nicht mal beim ersten Trampolin geschafft. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh nee, das wird oder? Ja, es hat beim dritten verkackt. Oh mein Gott. Da werde ich lang sitzen. Oh, jetzt bitte. Ja, let's go! Das Kennwort ist der Name von etwas, was man im Meer finden kann. Okay, das hat ein N. Das ist etwas, was man im Meer finden kann. N, etwas, was man im Meer finden kann. Okay. Also, es hat ein N und es ist irgendwas, was man im Meer finden kann. Das hat nur 6 Buchstaben, wenn ich mich nicht täusche, ne? Also irgendwas, was 6 Buchstaben hat, was er mehr zu finden ist und ein N hat. Okay. So. 3D Irrgarten. Uiuiui. Ach du Scheiße, das wird ein Spaß zu navigieren. Also hoch kann man auch nicht springen, ne. Ja, da geht's auch nicht wirklich weiter. Achso, da, warte. Da geht's weiter. Ah, genau, da muss ich irgendwie hochspringen. Geht's weiter! Ich weiß, da geht's hoch, aber irgendwie muss es doch hier weitergehen.
hier geht's wieder zurück. Ich sehe hier irgendeinen Weg, aber ich muss hier weiterkommen. Boah, sag mir nicht, dass es hier Sackgassen gibt. Ach du heilige Scheiße. Ah, okay. Okay, nice, nice, nice. Und ja, ich musste einfach eine Stufe quasi runtergehen und dann hochspringen. Ne? Das hätte man wissen können. Nein! Oh mein Gott, nein! Ich muss es wieder von vorne machen. Okay, aber ich weiß jetzt wo. Skizze da in meinem Arm killt mich gerade. Und wunderbar mein linker. Okay, und bist du Rechtshänderin? Also, so wie ich es verstanden habe von deiner Frage, bist du wahrscheinlich Rechtshänderin. Dann ist es ja wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja, okay, interessant. Aber nice, nice, freut mich, freut mich. So, jetzt muss ich hier irgendwo hoch. Ah, perfekt. Oh mein Gott, das war wirklich Pain. Das Kennwort hat zwei Silben. Okay. Zwei Silben. Okay, also wir haben bis jetzt nur ein Kennwort, was mit sechs Buchstaben hat, ein N hat, etwas ist, was man im Meer finden kann und zwei Silben. Bin sehr gespannt. So, soll ich auf alle Fälle runtergehen? Sein Knochentrocken ausweichen, den brauchen wir gar nicht. So. Ach, stimmt, weil wir die Gegner nicht gekämpft haben, müssen wir jetzt erstmal kämpfen. Boah, aber ich glaube, ich bin zu unkreativ, um mir irgendwas darunter vorzustellen, was das Passwort sein könnte. Scheiße, es ging daneben. Bam, nice. Und Mario macht noch den Rest. Sehr schön. Chance auf doppelte Münzen. Klar, dann verkacken wir heute ein drittes Mal, Kappa. Oder? Verkacken wir heute ein drittes Mal? Nein, let's go. Also zumindest noch nicht. Sehr schön. So, nächste Level Up ist Gino und Bowser. Hier nicht so weit entfernt. Okay, dann machen wir das vierte Rätsel. Ah, da muss ich safe alle Münzen schnell aufsammeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Nein, verkackt. Kann sein, dass ich hier zu schnell war. Lustigerweise. Nochmal. Zack. 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 Nicht zu schnell sein. Nein! Oh mein Gott. Ja, ich muss safe alle Münzen aufsammeln. Okay, hier lang, dann hier, hier, dann hier, 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 dann hier, hier, nicht so schnell. Na, scheiße, ich hätte da hochspringen sollen. Ich muss von dem Block da hochspringen. Okay, jetzt müssen wir es aber schaffen. Zack, zack, zack. Und zack, und zack, zack,
Oh mein Gott, war das close? Nice, sehr schön. Hinweise Suchtrips Oinks. Das Kennwort ist der Name von etwas, das sehr hohen Wert hat. Hoher Wert. Dieses Quiz verstehe ich nicht so ganz. Ich komme da nicht irgendwie hoch. Ich muss ja die Kanonen irgendwie usen, aber how? Sieh mal den. Boah, ich bin echt verwirrt, Alter, was man mit diesen Kanonen machen soll. Überlegen. Weil. Speicher mal auf alle Fälle. Ja, das wird mir eher wenig bringen. Nee. Da brauche ich irgendwie so einen zweiten Charakter oder was weiß ich, aber den Fässer kann ich ja auch nicht hoch. Den kann ich ja auch nicht. Irgendwas mit den Kanonen muss ich machen, aber ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Weil, wie gesagt, so hoch kann ich ja nicht springen. Respawn die? Nee. Dass es da nicht mal einen Hinweis oder sowas gibt. Weil irgendwie... Okay, die letzten zwei sind sehr weird. Ich schau mir mal das an mit dem Passwort. Vielleicht können wir das jetzt herausfinden. Also auf alle Fälle, es hat ein N. Genau, N. Das ist schon da. Das ist der sechste Buchstabe. Also es endet quasi mit einem N. Gut. Also haben wir hier N. Dann haben wir als fünften Buchstabe entweder T, L, R, E, O. Vierter Buchstabe haben wir A, T, L, S, C. Als dritter Buchstabe haben wir R, E, T, S, R, E, T, S. O, T, L, S, Ü. Okay, das Ü ist sehr weird. Und M-C-O-T-P. M-C-O-T-P. Also, wir haben schon... Also, ein Buchstabe N, das ist ja das letzte Buchstabe. Etwas, was man im Meer finden kann. Zwei Silben, hoher Wert. Hoher Wert.
Man hätte fast Korallis. Ja, Korallis ist es leider nicht. Das Korallen, denn. Ja, wenn du noch ein E hättest, dann. Etwas, was im Meer zu finden ist, zwei Silben hoher Wert. Was im Meer zu finden ist, einen hohen Wert hat. Ah! Ich hab's! Ich hab's! Sind Perlen! Ergebnis lautet Perlen, richtig! Keine Ahnung, wie die anderen zwei gingen, aber hey, ich hab's geschafft. Nee, weil Rito, ich habe einfach gedacht, so, was gibt's im Meer, was irgendwie viel wert ist? Und dann ist mir eingefallen, Perlen könnte sogar Sinn ergeben. Und das tut's auch. Das markiere ich mir mal. Let's go! Gut gemacht, der Weg ist frei. Doch erst musst du an mir vorbei. Okay. So, wir haben jetzt den Kampf und zwar mit dem Blooper, I guess? Mit diesem großen Blooper. Uiuiui. Slappt er uns weg mit den Tentakeln. Oh mein Gott, Peach ist. Peach ist gerade nicht gerade im besten Zustand. Auf alle Fälle heil dich mal selbst. So, nice. So, erstmal den Tentakel erwischen. Sehr schön. So 70. 90, das reicht aus, sehr schön. Okay, es kommen also immer wieder Tentakel daraus. Also müssen wir gefühlt die ganze Zeit gegen die Tentakeln hier kämpfen, okay. Ja, jetzt, wenn ich die anderen noch mithitte, das ist sehr viel wert. Oh nein, Mario! Ist vergiftet und weg? Was? Also quasi konnte ich ihn, glaube ich, für eine Runde nicht nutzen oder so. I don't know. So, nice. Mario wird nur rumgeworfen. Wir noch den Tentakel hier an. Der Mario wird wieder jetzt rumgeworfen. Das ist der Boss. Oh mein Gott, schaut der ekelhaft aus. Holy shit. Okay, ich würde erstmal den Tentakel angreifen. Ich glaube, der könnte sehr gefährlich kommen. Ja, der ist wirklich ekelhaft. So, nice. Da wäre aber, glaube ich, Mellow sogar effektiv, weil ich glaube, die Dings wäre sogar übrigens nice, die Attacke. So, da alle keiner Statusprobleme haben, würde ich sagen, Gnuppen knuddeln, damit wir auf alle Fälle geheilt sind. Und die Trio-Technik. Der wird mir Albträume geben. Ja, so schaut er aus. Okay, zumindest sind seine Tentakeln jetzt dead. Das heißt, wir können all in auf ihn gehen. Okay, jetzt macht er einen Sandsturm. Oh nee, ich weiß schon, was er vorhat. Ja, wir brauchen eine Gruppenreinigung. Also ich glaube, Peach
werde ich einfach nur zum Heilen verwenden, I guess. Aber ist auch okay. Weil Bowser und Mario machen ja die meisten Damage. Und Peach macht ja an sich sehr wenig Damage. Ja, ich werde Peach wirklich nur die ganze Zeit zum Heilen verwenden. Vergifte deine Feinde. Machen wir mal. So, drehen den Stick. Und wirkungslos. Ach du Scheiße, dafür habe ich 10 BP ausgegeben. Shit! So. Ja, ich glaube, der wird auch nichts wirklich was bringen. Greif mal an, auch wenn du nicht so viel Damage machst. Oh, Feuerball. Feuerball wird, glaube ich, eher wenig bringen. Mal gucken, ob ein Sprung viel bringt. Na, auch nicht. Na, leider habe ich nicht Mellow, der mir sagen kann, was vielleicht effektiv sein könnte. Ich würde einfach sagen, greifen wir einfach normal an. Jetzt ist Peach vergiftet. Hm. Ja, Reinigungssaft, wie gesagt, Peach ist eh nur zum Heilen da. Ich glaube nicht, dass Feuer effektiv ist. Oh ne, nevermind, der ist schon dead. Das ging ja schnell. Sehr schön. 100 Münzen und 2 neue Level-Ups. Sehr schön. Erstmal Gino. Und Gino hat neue Technik. Gino Lichtsalve. Die Strahlen treffen all die Gegner. Lass sie auf und brutze alles weg. Let's go. So. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Magie. Und Bowser kriegt jetzt auch noch ein Level Up. Level 13. Und ja, ich würde auf alle Fälle sagen, KP. Es ist weg, finally. Ja, also zum Glück war er nicht so stark. So, nur jetzt muss ich wahrscheinlich rauskommen, wenn ich mich nicht täusche. Was haben wir denn hier überhaupt? Oh, Kanonen. Okay, erstmal alles ausweichen, ohne Probleme. So. Ah, da hat sich natürlich ein Gegner versteckt. natürlich, Peach Spit Slap geht daneben. Okay, da haut ab, sehr schön. Ich glaube, die Mäuse, die sind eh super schwach. Also von daher müssen wir keine Sorgen machen. Und ich nehme halt jeden Erfahrungspunkt mit, was irgendwie noch geht. So, Peach erledigt noch die. Oder auch nicht. Ah, bin dumm, ich hätte die Attacke auf einen anderen Gegner machen sollen. Egal. Wird's halt ein bisschen spannender. Nein! Oh, schafft es wieder, Peach zu besiegen? Nice, endlich. Ja, merkt, Peach ist wirklich schwach. Okay, ich müsste ja irgendwie... Wait. Ah, so komme ich hoch. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Münzen. Ja. Sehr schön. So, ich habe noch eine Blumenkapsel. Ah ne, die sind eh schon voll. WP sind eh schon voll. Dann nutze ich mal lieber nicht. Und... Warte, ich habe eine Idee. Wieder mal raus, schönen Abend noch. Alles klar, Partner, dir auch und bye bye. Warum hatten wir auf einmal zwei Marios? Das war weird. Okay, der Knochen trocken kann ich leider nicht ausweichen. Hm. So, dann greife ich mal einfach mal dich an. Der Mario muss mit dem Sprung auf den Knochentrocken gehen. So, Bowser macht den Rest mit dem Geist. Sehr schön. Bowser hat Glück, das könnten wir sogar actually gebrauchen. Aber ich glaube, da greifen die Gegner vielleicht nicht ihn an. Ah doch, Bowser ist wirkungslos, sehr schön. So, slapp den mal weg, sehr schön.
Mark geht wieder auf Sprung, auf dem Knochen trocken. Nice. Jetzt können wir komplett auf ihn fokussieren. Und es ging ja auch schnell. Nice, nice. Chance auf doppelte Erfahrung auf alle Fälle. Oh, in der Mitte ist das Ei. Wir gehen hier lang. Oh, und wir haben Yoshi. Let's go. Boah, es gibt sogar viel Erfahrung. Let's go. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Aber so großen Kämpfen lohnt es sich auf alle Fälle. Boah, die Knochen spawnen zu schnell. Das war's, Flucht. Kein Bock. Digga. Da bräuchte ich halt echt diese eine Attacke. Die Trio-Attacke. Die wäre echt nützlich. Okay, Wirkungslust auf Bowser, sehr schön. So, Peach ist ein bisschen weak. Peach benutzt auf alle Fälle mal einen Pilz. Damit sie sich zumindest ein bisschen heilen kann. Sehr schön. So, dann Sprung auf den Knochen trocken. So, ich hoffe, dass Bowser die vielleicht alleine besiegen kann. Ah, leider nicht. Leider nicht. Sad. Nutzt er einen Schneesturm, der ein bisschen richtig abfuck ist. Okay, fast besiegt. Komm, Peach, das schaffst du. Sehr schön. Auch wenn sie sehr weak ist, das schafft sie. So, dann ist der auch noch dead. Und weiter geht's. Okay, müssen wir einfach nur runter. Wir haben einen Pilz und einen Speicherblock. Nehmen wir auf alle Fälle mal. Aber ich mache trotzdem mal ein bisschen weiter. Da ist ein Gegner drin. Eine Blufftruhe. Oha. Der ist sogar ein sehr starker Gegner. Yes. Okay, er müsste so schnell wie möglich besiegen. Oh ja. Vergifte den mal. Ah, super. Okay, also ich glaube, die Attacke ist keiner Scam. Mini-Gumba. Huh. Ja, erstmal. Wisst ihr was? Ja, das wird nichts bringen. Erstmal heil dich mal. Das wäre auf alle Fälle nützlicher. Komm, Feuerball muss effektiv sein. Wirkungslos, was? Okay, nice. Ich habe die Trio-Attacke, die könnte ich jetzt gebrauchen. Uiuiui, das hat ein bisschen erwischt. Aber egal, Cosmo-Panzer. Und ja, die Goomba hat es auf alle Fälle mehr erwischt. Als die Truhe. Okay. Schaut es mit dem Sprung aus. Oh ja, der Sprung ist effektiv. Sehr schön. Dann kämpfen wir mal weiter mit dem Sprung. Okay, du willst den hier machen. Gruppenknuddeln! So, jetzt erstmal schön heilen. Machen wir mal den Supersprung. Okay, nice, er ist dead. Jetzt müssen wir nur gegen die Goombas kämpfen. Ja, ich glaube, die haben nicht so viel KP.
Nice. Ja. Ohne Probleme werden wir die besiegen. Okay, also die haben auf alle Fälle ein bisschen mehr KP. Also ich dachte, die wären gar keine KP, aber doch ein bisschen schon. Und einen Schutzbutton erhalten. Sehr schön. Okay, wir haben hier nur Froschgroschen. Ich kann hier nicht abtauchen. Nein, ich kann nicht abtauchen. Ich kann auch nicht gegen die Cheep Cheeps kämpfen. Ich kann auch nicht die Froschgroschen einsammeln. Weird. Ich kann auch nicht hier rein. Nein, kann ich nicht. Ah. Jetzt kann ich da runter. Ja, aber die Froschgroschen will ich auf alle Fälle sammeln. Komm schon! Gegen Cheep-Cheeps kämpfe ich mal nicht. Oh, dann müssen wir vielleicht hier rein. Na, oh, natürlich liegt dort ein Stern. Ah, die Gegner hatten wir am Anfang sehr oft gehabt. Aber wir müssen ja still immer noch gegen die kämpfen. So. Ja, wieder auf den Stern, weil ich glaube, die sind eher gefährlicher. Also zumindest habe ich die gefährlicher als im Empfinden als die Quallen. So, nice. Ich finde es wenigstens cool, dass Marios Hammer wenigstens auch noch die andere Qualle auch noch ein bisschen Damage macht, auch wenn es wahrscheinlich nicht genügend ist, aber egal. Und der Slap macht es. Sehr schön. So, ich habe gehört, Level Up. Yo, Prinzessin Peach. Level 13 und sie hat Wiederkehr erlernt. Lebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing hat diese voller KP. Okay, also nicht so notwendig, to be honest. So, und sie kriegt massigweise KP und das braucht sie. Das braucht sie auf alle Fälle. Oh, nice, alles ausgewichen, sehr schön. Okay, den Blooper will ich auf alle Fälle kämpfen. Komm her. Nice. Ohne die Kinder, schade. Na, jetzt haut er ab. Aber Cheep Cheep wird wahrscheinlich bleiben. Ja, wird auch. Und 220 Damage, let's go. Na, da sind die Kinder. Das sind Einzelgegner. Oh, nö, das ist auch ein Blooper. Okay, der haut wieder ab. Wow. Immer ist der Cheep Cheep dead. Ja, also die Babys ist immer so ein Gegner. Let's go. Okay, jetzt aber so einen fetten Käfer. Okay, der macht nur ein Damage. Okay, nice, ging daneben. Schön abgewehrt. Okay. Ich habe so die Vermutung, dass Feuerball effektiv sein könnte. Ja, ist er auch. Sehr schön. So, jetzt habe ich aber keine BP mehr. Entweder, was geht? Willkommen im Stream. Wie geht's? Wie steht's? Bang bang in clean two picks, aber ping TPFU fun hype with stinky glitch push up stinky glitch split B3CB pooping TPFU fun stinky glitch lul hype with split B3CB pooping hype with in clean two lul hype with in clean two hype. Man, Pete, ihr habt Slap geht schon so oft daneben. Hard hübit, ihr hübit love, hübit kre, hübit oli, hübit gün, hübit ehren, holger, hübit ariana, hübit ariana, hübit ariana, hübit ariana, hübit ariana, hübit ariana. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Bit und willkommen im Stream. Wie geht's, wie steht's? Und 99% ist die Anzeige. Willst du mich verarschen? So, doppelte Erfahrung. Gucken wir, wie Yoshi ist. Und er müsste hier sein. Let's go. Ja, geht. Nice, nice. So, doppelte Erfahrung reicht aber nicht für ein Level Up. Schade. Und da ist wieder so ein Viech. Okay, haha, das Problem ist, ich habe
Okay, jetzt habe ich einen Honigsirup. Ah, warte, der hält nur 10 auf. Ich dachte mehr. F. Ja, besser als nichts. Okay, weißt du was? Nee, Triotechnik gebe ich mir auf. Nutz Feuerball, weil das müsste ausreichend sein für ihn. Sehr schön. Bowser kämpft erstmal gegen den Chip-Chip. Abwehr erhöht. Sehr schön, auch wenn Bowser eigentlich eine gute Abwehr hat. Ich überlege, Flash zu trollen mit dem zweiten Account. Dann much fun, also. Much fun, I guess. Kommt drauf an, wie du ihn trollen willst. Aber ich glaube, müssen wir eher in die DMs erzählen. Oh, 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 hier ist was. Oh, versteckte Tür, okay. Schutzring erhalten, okay. Verstehe diese Dinger nicht so ganz. Okay, jetzt schauen wir mal, wie wir rauskommen. Hier, okay. Ist da nicht irgendwo... Ah, wait. Wir müssen hier hoch. Und hier, let's go. Aber ich schau mal ein bisschen um, was wir hier noch eventuell haben. Ja, eine Frosch! Ein Froschgroschen, den nehmen wir auf alle Fälle mit. Ah, jetzt, perfekt. Haben wir schon gedacht. Bis jetzt so bei der Hälfte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir ja schon vorhin gedacht, wo ich ja im Dings noch war und... Hör, was geht hier vor? Wer bist du? Wie bitte? Ein Stern sucht ihr? Gern doch. Wir lassen euch jetzt die Sterne sehen. Ha! Ihr habt sowieso Pech gehabt, Landratten. Wisst ihr auch wieso? Weil alles, was ins Meer fällt, nämlich rechtmäßig die großen Johnny und seine Ketten gehört. Klar soweit, ihr trockenen Tröpfe. Und jetzt gibt den Satz heiße Kiemen. Ihr Schiffsschleicher. Okay. Gut, dass ich die Triotechnik aufgehoben habe. Ja, der Kampf ist sehr schnell beendet. Kann dir was spoilern in DMs. Nein, bitte nicht zum Game spoilern, danke. Gar, seid ja stärker, als er den Anschein hat. Ihr seid besser auf der Oma, denkt Bescheid. Los, Matrosen. Ja, also seid echt Luschen. Nicht zum Game, ja, dann schon, ne? Der Passagier am Boot! Hoho, wo steckt ihr Ratten? Wo sie gestürmt sind? Da, auf ihn, Männer! Okay, jetzt kommen wir hoch. Ha, hier, Geschenk des Hauses. Ja, super! Was für ein Ausweichmanöver! Bro, Mario hätte locker einfach hochspringen können, aber nö, tut er nicht. Er duckt sich. Ha, wie hat er so schnell hierher geschafft? Ist auch egal. Euer Glück ist so zu Ende. Kalte hergelaufene Landreise hier, klar? Jetzt wäre die Attacke nützlicher gewesen. Ich lass mal den hier einschlafen. So. Vielleicht schlafen noch mehrere ein. Das wäre ganz, ganz nice. Ja, alle schlafen ein. Sehr schön. Hehehe. Ist der erste dead? Der zweite ist dead? Oh mein Gott. Ich glaube, so viel KP haben die auch nicht. Der dritte ist dead. So, und die sind auch sehr weak, ne? Ja, dann kann ich ohne Probleme einfach mal angreifen und ein bisschen meine Anzeige schön hören. Oh, und Bowser kriegt noch sogar einen extra Angriff. Das heißt, die sind auf alle Fälle dead. Tja, die können gar nichts. Aber hey, die geben einiges an Erfahrungspunkte und Münzen. Das nehme ich auf alle Fälle an. Und Mario ist auf Level 16. Und wie gesagt, M4, ich lese dann hier DM später nach dem Stream. Und wir werden wieder auf KP gehen. Ja, Schützer. Ihr Big Ratten. Also gut, ihr dürft euch zu Johnny. Okay, dann gehen wir mal zum Johnny. Und das ist Johnny.
Du bist also dieser Mario, ja? Sag doch mal, was ist eine halbe Portion von mir? Ha, diesen Stern hier. Der ist mein Gewässer reingeplumpst. Also gehört er laut Seerecht mir. Laut meinem Seerecht. Und rausrücken tue ich den nicht einfach so. Wenn du den haben willst, musst du schon drum kämpfen, ja? Keine Ahnung, warum ich ihm gefühlt so einen amerikanischen Texas-Akzent gebe. Okay, der hat noch 4 seine Kumpanen, die ich nicht schaffe, ja, deine Attacken auszuweichen. Schade. Okay. Dann einmal stick nochmal einen Angriff. Wir gehen erstmal auf die kleinen Piraten, weil die sind ja schnell besiegt. Bam! Okay, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr KP. Nice. Okay, der ist fast besiegt. Jetzt ist er besiegt, sehr schön. Besiegen wir den hier noch. Oh, jetzt hat Mario Glück. So, macht Bowser hier den Rest. Okay, der macht nicht so viel Damage, sehr schön. Dann slappt die mal weg. 15. Angriff mit dem Hammer macht 72. Bowser schmeißt jetzt Mario umher. Ja, ich glaube wirklich viel kann ich nicht machen. Mal gucken, ob irgendwie eine, ob der Sprung vielleicht ein bisschen mehr Damage macht. Nee, macht's nicht. Ja, weil Feuerball macht wenig Sinn, weil ich meine, der ist ja ein Hai. Dann würde ich mal sagen, greifen wir einfach mal normal an. Okay, der wird jetzt rot. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein bisschen stärker. Oh ja. Ha, nicht schlecht, Leute. Was hätte von meinen Captain Duell Mario? Nur du und ich im Zweikampf. Wird bestimmt lustig und lehrreich für dich jedenfalls. Männer, mach Schimmer, du feierst den Captain an. Okay, jetzt will er ein 1v1, okay. Ich versuche mal einen Feuerball. Auch wenn er nicht effektiv sein wird. Nee, wird er nicht. Aber er macht zumindest noch Damage. Okay, das macht ja fast gar keinen Damage. Daneben, sehr schön. Ich greife einfach nur mit dem Hammer an. Und das haut am besten hin. Ja, der Laser macht ja fast gar kein Damage. Ja, die Schneewolke auch nicht. So, jetzt habe ich 100%. Ah, Toadsilfe kann ich nicht nutzen. Ha! Ja gut, dann kann ich mich halt gar nicht heilen, ne? Ich hoffe, dass der Superfeuerball ein bisschen mehr Damage macht! Ja, macht er. Sehr schön, das hat sogar ausgereicht! Let's go! Ja, okay, also der Boss war echt, easy. Der war wirklich easy. In der Mitte müsste er sein. Let's go. Und es gibt richtig viele Münzen, oder? Oh ja, 100 Münzen und 3 Level-Ups. Let's fucking go. Also der Boss war wirklich easy. So, Mellow ist am Level 16. Ja, kommt wieder mehr KP. Gino. An Level 15. Und würde sagen, mehr Kraft. Und dann haben wir noch Bowser, der auch noch ein Level Up bekommt. Zwar Level 14. Diesmal macht Magie Sinn. Also gebe ich ihm auf alle Fälle mehr Magie. Ha, bin schwer beeindruckt, Kumpane. Das Sternchen habt ihr echt zurecht verdient. Kleines Andenken an unser Kämpfchen, ja? Und let's go! Jetzt haben wir einfach den 5. Stern. Alter, waren wir in dem Stream richtig fleißig, Alter. 2 Stunden gestreamt und 2 Sterne. Let's fucking go. Also Mario RPG geht echt schneller, als ich dachte. Ich habe gedacht, oh, am Anfang so, ja. Wir werden auch voll lange Spiele irgendwie sehen, aber nö, wir sind
Wir kommen langsam, langsam am Ende zu. Ja, gut, okay, der vierte Stern war wirklich geschenkt. Aber still. Har. War ich ein ganz schön wichtiger Sternchen. Naja, mir soll recht sein. Und nun runter von meinem Schiff. Ehe ich mich noch anders überlege. Alles fein. So. Dann kommen wir ja easy peasy raus. So, und komm ans Meer. Beziehungsweise, stimmt, am Meer müssen wir ja nicht. Sondern wir müssen ja ins Dorf. Und da tue ich auf alle Fälle speichern. Ja, dann würde ich auf alle Fälle speichern und würde mal sagen, ich beende es mal für heute. Hihi, ihr habt den Stern gefunden. Wie? Wie gehalsam von euch. Achso, das Älteste. Doch hier endet eure Reise. Ihr gutgläubigen Narren habt schließlich nicht die allerleiseste Ahnung, wer ich bin, oder? Sperrfried ist mein echter Name. Einer von Schwedisch Schägen. Hättet ihr die errechnet, was? Ja, ist ausgeschlossen. Niemand kann schlicht ihr Persönchen aus dem niedrigen Volke so gut imitieren wie ich. Eure Suche nach dem Stern bereit. Bereitet Meister Schmiedrich großen Verdurst, wisst ihr? Und wenn ihr den Stern hier bringe, dann habt ihr einen dicken Stein im Brett. Da mache ich Karriere. Oh, ich werde raus, die Chancen. Versuche erst, nicht gegen mich zu kämpfen. Ich gebe einen Stern aus und zwar zack ich. Kommt nicht in Frage. Ach ja, willst du also Ärger machen, wie? Was? Glaubst du, du bist wahr ein Bewohner von Küstenstadt? Was willst du, du Rohling? Nein, aber nicht doch. Halt aufhören, ich bitte dich. Gehört? Gnadenlos durchgekitzelt. Ein schreckliches Schicksal für einen unschuldigen alten Mann, stimmt's nicht? Okay, hält mir den Stern. Und moin, Fu, was geht? Willkommen im Stream. Ganz am Ende, mehr oder weniger. Was geht? Willkommen im Stream. Und ja, der Stream-Titel hat sich schon erledigt. Noch bevor ich mit dem Dings angefangen hatte, ich schon Peach im Team gehabt. Das wusste ich nicht. Nein, wag es nicht. Ihr zweifelt nicht etwa. Nein, ja, ja. Ah, hihihi. Hui. Der wird gefappt. Gehört. Gnadenlos durchgekitzelt. Ein schreckliches Schicksal für einen unschuldigen alten Mann. Stimmt nicht? Nein. Kitzel ihn weiter. Oh, jetzt macht er Gruppenkitzeln hier. Gangbang oder was? Nein, nicht schon wieder, aber wollte nicht. Oh, jo, 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 ja, ja, ja. Ich kann nicht mehr. Peach ist der Healerin, by the way. Fup, das ist mir schon am Anfang schnell aufgefallen. Keine Sorge. Ja, kitzel doch weiter. Ich habe nichts dagegen. Also muss ich dann auf na gut gehen. Okay, na gut. Sehr brav, muss ich nicht meine Hände schmutzig machen. Eigentlich schon, aber egal. Ui. Manchmal macht der eigenes Genie Angst. Kein wunderbar, so ein bedeutender Schergebild mit glänzenden Aussichten. Alle Herren, wir können zurück zur Festung. Unser Mitfahrt gelingen, also sie gleich hier eintreffen. Also haben wir den Stern mehr oder weniger verloren. Ah, jetzt auf einmal ist er abgeschlossen. Ah ja. Interessant. Na, da wisst ihr was? Ich glaube, ich mach doch weiter. Es ist gerade richtig spannend. Später an die Klinge, was sie wohl aufgehalten hat. Wenn wir nicht bald verschwinden, dann... Na prima, Mann hat es eingeholt. Da bleibt nur ein Ausweg. Schwimmen! Los! Dass er keinen Rost ansetzt. Imagine. Nicht so Flatschprotte. Der Stern, der war ein Geschenk an Mario. Mein liebstes Süßwassermatrosen von allen. Ihr schmierigen Schleicher, wahrscheinlich kein Funken Seemannsehre. Jetzt lassen wir euch über die Planke laufen. Captain, vielleicht sollen wir mal das Vergnügen gönnen, hier Klarschiff zu machen, oder?
Es geht zur Sache, wie? Es wird Zeit, die Maske abzunehmen. Wie nass dem Team. Die drei Musketiere. Nee, also ich habe Mario, Peach und Bowser fürs Erste. Aber ich werde dann am nächsten Stream wechseln. Also ich werde versuchen, immer jeden Stream ein bisschen durchwechseln. Verein zur Sperrgestalt. Okay. Also ist das dann der wahre Boss? Man hat schon gewundert, weil der Johnny sehr, sehr schwach war. Ich würde mal sagen, fangen wir an mit der Trio-Technik, oder? So. Huhihi. Allein wie die Animation, ich liebe die so sehr. So, dann haben wir erstmal 178 Damage. So, ich kann mir gut vorstellen, dass der Feuerball sehr effektiv sein wird, oder? Ich meine, das ist ja ein kompletter Dude aus Stahl, aber macht nicht so viel Damage. Schade. Fuhuhu. Eieieiei. Gift wird wahrscheinlich kein Dings machen, ne? Konnte der einen Damage machen oder war es eine andere? Ich glaube, das war selbst eine andere. Aber mal gucken. So. Peach macht auf alle Fälle Gruppenknuddel, damit zumindest Bowser auch noch geheilt ist. So, mal greifen mit dem Hammer an. Okay, daneben. Sehr schön, Mario hat richtig viel Glück. So, Bowser greifen wir einfach stinknormal an. So, jetzt könnte auch Peach mal angreifen. Auch wenn es gefühlt gar kein Damage macht. So, Sprung. Wie effektiv ist der Sprung? Okay, 70. Der macht ja normal Damage. Das ist in Marios Hammer keiner lieber. Okay, aber das könnten wir noch überleben. Es war Gino, aber als Gegner kam, das wäre... Werde nicht spoilern! Das werden wir schon früher oder später rausfinden, wenn es ein Gegner wirklich kann. Jetzt dupliziert er sich noch, okay. Ich weiß nicht, ob er unbedingt auf einen gehen muss oder es keiner egal ist. Ich gehe erstmal auf den ersten. Wieder Gruppenknuddeln. Ich glaube, ich werde sehr, sehr viel Gruppenknuddeln müssen. Oh, 190. Okay, jetzt wird er vereinzelt. Oh mein Gott. Ja, das... Flammenzeit bringt eher wenig. Na, ich habe doch so viele Items. Ich gebe hier selber mal ein Item. Damit es auf alle Fälle überlebt. Oh, 61, okay. Das wird aber Bowser noch aushalten. Okay, Peach wird einfach ganz normal angreifen. Auch wenn es nicht wirklich viel Damage macht. Gino kann 99 Schaden machen. Mit der Dist natürlich funktioniert das nicht bei Bosse. Ja. Kannst du das automatisch zur richtigen, wenn er sich teilt? Ah, okay. Tier 1 der Kur ist automatisch auf den richtigen, wenn er sich teilt. Alles klar, Fu. Vielen Dank für dein Bit. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So. Ja, Feuerball macht aber nicht so viel Damage. Nein, greife ich einfach mal normal an. Oh, sehr wichtig, dass ich es abgewehrt habe. Ja, ich kann eigentlich nur normal angreifen. Ja. Greif auch mal an, nice. Na, scheiße. So, dann nehmen wir mal wieder einen Pilz für Peach.
Und das ist er, sehr schön. Ja, der war schon ein bisschen happig, aber an sich auch ganz easy. So, sehr schön. Und wir haben unser Schwert zurück. Yay. Und ein Schlüssel. So ein Unglück. Wie es scheint, hat er auch nun Schmiedrich auf die Sternstücke abgesehen. Welche unangenehme Überraschungen er wohl mit Mario in Ärmel hat. Wo unser Mario wirft. Ja, ich liebe es auch. Und einen Hausschlüssel erhalten. Ah, dann können wir zum alten Opa gehen. Let's go. Dann können wir zum Opa gehen und er war hier. Hier war der Opa. Beziehungsweise die ganze Family, mehr oder weniger. Ah, vielen Dank, endlich können wir raus. Hier ist es eng und dunkel und muffig. Hey, hast du auf der Klemme geholfen? Dann bis später, mein Kumpel. Hier drin war es wirklich sehr unschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke dir, ja, danke dir. Komm mal vorbei, ja, komm mal vorbei. Vielen Dank, dass du uns befreit hast. Die Arbeit trifft. Wir besuchen uns einmal in meinem Gasthaus. Ich freue mich schon. Ach, Mario, ich danke dir von Herzen, dass du unsere schönen Küstenstädt gerettet hast. Ich nahm das Kitzel. Schrappert sehr tapfer auf mich. Schließlich bin ich der wichtigste Mann im Ort. Bist du selbst eigentlich kitzlig, Mario? Ach ja, ich habe etwas für dich. Bitteschön. Eine Münze. Oh, wie süß. Ich bin ja so froh, dass in den Küstenfeldern alles gut angeschlagen ist. Einfach unschuldige Leutchen entführen und so eine Ort in der Bude einsperren. Hat man Worte? Also bei mir und meinen Schergen würde sowas nie vorkommen. Ja, Bowser, du sperrst sie halt nur in dem Turm ein. Das ist was ganz anderes, ne? Bowser kann auch einen toten Mario werfen. Ja, der hat auch so eine Mario-Puppe, ne? Wenn Mario irgendwie nicht ist oder so. Das ist auch geil. Bitte, du hast dich vor kurzem selbst gekidnappt. Aber nicht in so einer Bruchbude. Passiert ist aber auch kein was. Das beweist Fingerspitzengefühl. Jawohl. Jetzt Abmarsch. Diese schimmlige Entführungsstätte beleidigt meine feine Nase. Also gut, wir sollten mal gleich im Ort umhören, wo nun alles wieder beim Alten ist. Vielleicht weiß ja jemand, wo es zum nächsten Scherenstück geht. Alter, das sind ganze Spinnennetze und das ist wahrscheinlich noch kiloweise Staub. Die bloße Münze wegen dem ganzen Kitzel. Wow. Achso, hätte sie nicht gekitzelt, hätte er mehr gegeben, oder? Ich habe noch nie lieb das Bär gesehen. So unglaublich groß. Die Reise hat sich gelohnt. Das ist nice. Und ich glaube, jetzt ist alles wieder schön beim Alten. Yes. Mario, wenn du zufälligerweise da einen Stern suchst, könnt ihr vielleicht weiterhelfen. Weit weg, hoch hinter Randland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen. Aber liebe, friedliche Monster. Neulich war da ein Randmonster hier bei uns. Der praulte laut von einem wunderschönen Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monster liegt, weiß ich zwar nicht, aber auf Weg ab hier schon Volksgeläute sich erhöht. Let's go. Ah, genau, da haben wir den Frosch, aber ich glaube, der hat keine. Nee, der hat keine interessanten Items. Schade! Der wird der Frosch schon für nichts. Sehr viele Froschkröschen für nichts. Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich Items kaufen, oder? Am kleinen Laden, alle gesunde Sachen zu essen und trinken. Tu dir was Gutes. Ah, let's go, da habe ich gesucht. So, wir holen natürlich sehr viele Gruppenreinigungssaft. Können wir einen holen? Ja, Muntermacher. Am Muntermacher sind wir schon beim Maximum, schade. Medium-Pilz können wir noch zwei holen. Und verkaufen tun wir die normalen Pilze, einfach um ein bisschen Geld zu bekommen. So. Sehr schön. Der Frosch hat schon interessantes Zeugs. Ja, wenn ich wirklich zum Kaufen, also zumindest mich spricht es nicht an. Okay. Seine Pilze aussehen, heißen wie normale Pilze. Man kennt sie nur an Geschmack, dann muss man knabbern. Wenn kein spezieller Pilze, habe ich wenigstens den kleinen Imbiss rausgeschlagen. Hast du Pilze für mich? Ich habe welche verkauft. Ach so. Okay, dann halt doch nicht. Dann halt nicht.
Und was verkaufst du? Guten Tag. Ach, wie hält auf das Gerät und ich bin so dankbar. Eine Sache, du hast mir mal überlegt, etwas in der Flair zu legen. Nein, meine ich, es ist was. Dafür kann man nie genug haben. Schau mal, möchtest du welche? Oh ja. Was haben wir denn Schönes? Oh, okay. Flingschuhe. Gerne ausrüsten. An, warte, wem bringt's mehr? Peach! Den geben wir auf alle Fälle Peach, weil Peach bringt es ein bisschen mehr. Gegengift-Button bringt nichts. Affect-Button bringt nichts. Anti-Wandel-Button. Der könnte nicht schlecht sein für Bowser at least. Der kriegt auf alle Fälle Bowser. Dann wird er ein bisschen gestärkt. Und endlich Geld kann man ja auch machen, wenn du es machen willst. Okay. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben ja eben so viel Geld. Also ich glaube, das wird nicht unser Problem sein. So, der Furchtlos-Button. Den geben wir Mellow. Da hat er auch was. Das passt ja zu ihm, ne? Er ist ja immer furchteinflößend und immer am Heulen und dann... Fürchtet nicht mehr, sondern heult er vielleicht nicht so oft. Also der, hereinspaziert, guter Freund, willkommen bei der Küstenstelle. Danke, Papa. Das sind fiese Fachleute für alles, was durchkrabbelt und durch die Welt Käfer. Kann heute gefälligst, was mit Käfer aus sich hat? Ja, mach mal. Raja, hier erkläre ich, wie unsere Börse funktioniert. Als erstes brauchst du einen Käferschachtel. Kostet 50 Münzen. Dann kann Spaß schon losgehen. Wenn du Schächtel gehst, machst du dann zu Borsos Hügel auf. Da will man so von kostbaren Krabbeln, weißt du? Wenn du deinen Käferschachtel hübsch gefüllt hast, komm wieder zu mir und hol dir Münzen vom Froschgroschen ab. Ein weiterer steht auf den Zettel hier oben an der Wand. Alles klar. Wir kaufen Käfer. Unsere Preise. Käferweibchen 15 Münzen? Käferweibchen eine Münze. Überhaupt nicht sexistisch oder so. Nein, nein. Mellow ist ja so furchtlos, ne? Goldkäfer ein Froschgroschen. Okay. Kann ich dir diese Box kaufen? 200 Münzen. Ja, komm. Ist dein Ausweis dabei? Die Mädchen braucht einen Ausweis dafür. Ach so. Mars Ausweis ist einfach nur springen. Geil. Perfekt, Ember. Sehr schön. Da ist ja alles klar. Na, bitteschön. Dein Käferschattel. Wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg beim Jagen. Ja, das können wir vielleicht mal nebenbei machen oder so, wenn wir irgendwas mal finden. Ich habe eh sehr viel Geld, von daher. Oh. Wie kann mein Waffenladen? Ach, das ist so ein kleiner Ton. Waffen verkauft. Ah, yes. Ein Krötenstab. Ja, den sehr gerne ausrüsten. Doppelfaust, den rüsten wir auch auf. Denn Gino werden wir auf alle Fälle im nächsten Battle benutzen. Und Peach mit dem Sonnenschirm. Yes. Nice, nice, nice. Das ist Rüstungsgeschäft. Okay. Sehr viel Stuff, aber bis jetzt nichts. Nee, nichts Besonderes. Nichts Besonderes, leider, leider. Der Hammer ist wichtig. Yes. Achso, das hat ja Doppeltüren. Ah, okay. So, dann waren wir im Itemshop. Haben wir uns ja ein bisschen aufgerüstet. Das ist ja natürlich auch sehr, sehr nice. Aber ich würde mal einen Speicherblock erstmal suchen. Denn ich würde sagen, wir beenden mal den Stream. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal schlafen. Ah, jetzt kostet es 15 Münzen. Ja, okay, egal. Jetzt haben wir einmal, jetzt wird es auch kostenlos übernachten können. Ah, jetzt ist wenigstens kein Toad da, der mich die ganze Zeit anstarrt. Immerhin. So, auf alle Fälle, wir gehen jetzt hier in den Speicherblock. Und speichern es mal. 10 Stunden sind wir schon insgesamt am Zocken. Nice, nice. Besorgt, dass du immer Glück hast beim erfolgreichen Kommando. Ja, na gut, der Hammer ist ja an sich ja auch easy, ne? Aber ich habe den, glaube ich, immer noch aktiviert. Ja, aber egal, ich will mich auch ein bisschen austauschen und so, ne? Beziehungsweise, ich kann schon mal, bevor ich das im nächsten Part vergesse, ich kann mal die Aufstellung ändern. Und zwar, wir hauen in den nächsten, für den nächsten Stream, hauen wir mal Bowser raus und dafür holt Gino wieder rein. Und zwar, wie gesagt, ich will mal versuchen, ein bisschen durchzuwechseln. Also machen wir im nächsten Part, die kommt Mario, Gino und Peach. Und ich glaube, danach holen wir wieder unseren Boy ran. Weil ich vermisse den schon.
Ich vermisse mein Mellow jetzt schon. Gut. Also würde ich mal sagen, was ist mit dem Stream? Das hat mir auf alle Fälle wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gucken wir mal, wen wir eventuell raiden können, beziehungsweise ob es überhaupt Sinn ergibt, zu raiden. Yes. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht jemanden finden können, den wir raiden können. Mellow schon mächtig, auf alle Fälle ist Mellow mächtig. Ach komm, ich sehe der Toxel, der spielt Mario Maker, den können wir auf alle Fälle raiden. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt eh nur Fub ist, vielleicht höchstens noch ein 4. Egal, raiden die Liebe. Ugh. Und Nabo ist jetzt auch noch da. Und look, mein Nabo, wir kommen ganz am Ende. Na, geht es heute nicht, ich habe ihn gefunden. Ich habe ab und zu vorbereitet, einfach wieder zu watchen. Nabo, bleib noch da, denn wir raiden jetzt Toxel. Nimm die Kanalpunkte noch mit. Nimm auf alle Fälle die Kanalpunkte noch mit, denn wir raiden jetzt den lieben Toxel. Also, lasst auf alle Fälle mal ein Follow da, lasst ihr auf alle Fälle schöne Grüße da. Wir sehen uns am Freitag wieder mit dem Doppelstream. Und zwar wird es am Freitag Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe geben. Also schön im Doppelpack die zwei besten Switch-Spiele, meiner Meinung nach. Und ja, da habe ich auf alle Fälle richtig Bock drauf. Also, ich wünsche auf alle Fälle noch einen schönen Abend und eine schöne restliche Woche. Bis sehen uns anschließend am Freitag wieder. Und ja, nicht vergessen, am Sonntag viertes Giveaway. Mario Kart 8 DLC. Als physische Version. Er ist, denke ich, schon weg. Ja, glaube ich auch. Egal. Auf alle Fälle wünsche ich euch einen schönen Abend und bye bye!